Guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Ich begrüße Sie sehr herzlich zur Vorstellung der Bürgermeisterkandidaten. Ich begrüße auch die Mitglieder vom Gemeindewahlausschuss aus dem Gemeinderat, die Vertreter, Vertreterinnen der Presse. Und ein besonderer Gruß gilt natürlich den 5 Bürgermeisterkandidaten und, soweit sie anwesend sind, auch den Ehefrauen. Das Interesse an dieser Kandidatenvorstellung ist erfreulicherweise sehr groß. Die Plätze für die Zuhörer sind aufgrund der Pandemiesituation sehr begrenzt. Deshalb war eine Platzreservierung über das Online-Ticketsystem der Stadt notwendig. Um jedoch allen Interessierten die Bewerbervorstellung zugänglich zu machen, zeichnen wir die Veranstaltung heute Abend auf und ab morgen im Lauf des Tages wird sie über unsere Homepage www.markgröningen.de in ganzer Länge zugänglich gemacht und Sie können es dann dort anschauen und vor allem diejenigen, die heute Abend nicht da sein können. Ein kleiner Hinweis noch, während der Veranstaltung sind ein paar Vorgaben zu beachten, wie die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Meter. Das haben wir ja durch die Platzierung der Stühle erreicht. Diejenigen, die aus einer Familie zusammengehören, dürfen natürlich nebeneinander sitzen. Und dann das Tragen einer FFP2-Maske. Bitte lassen Sie sie auch auf, während Sie sitzen. Eine Ausnahme haben wir. Der Herr Reisch hat ein ärztliches Attest, dass er eine Maske nicht sehr lange tragen kann. Und deshalb, wenn er sie ab und zu absetzt, sollten Sie sich bitte nicht dran stören. Ja, die Wahlzeit von mir als Bürgermeister endet am 14. Mai 2022 und somit steht eine neue Bürgermeisterwahl an. Der Gemeinderat hat am 12. Oktober 2021 die Modalitäten für die Bürgermeisterwahl beschlossen. Die Stelle war im Staatsanzeiger am 19. November 2021 ausgeschrieben. Das Ende der Bewerbungsfrist wurde vom Gemeinderat entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen auf den 24. Januar 2022, 18 Uhr, festgesetzt. Die Bürgermeisterwahl findet am 20. Februar 2022 statt. Wer gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen auf sich vereint. Sollte am 20. Februar keiner der Bewerber mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen erhalten, findet am 13. März eine Neuwahl statt. In der Sitzung des Gemeindewahlausschusses am 24. Januar 2022 wurden 5 Kandidaten zugelassen. Dies sind in der vom Gemeindewahlausschuss festgelegten Reihenfolge, in der sie auch auf den Stimmzettel aufgenommen wurden, als erster Zwicker Arndt. Herr Zwicker, kommen Sie doch bitte auf die Bühne, damit die Leute Sie sehen. Können Sie gerade da vorgehen? So, als zweiter Dr. Rüttgermann Matthias. Herr Dr. Rüttgermann, kommen Sie auch hoch. So, und als dritter Re Stefan Alexander. Und dann Hübner Jens. Und als fünfter Bewerber Reisch Ulrich. So, vielen Dank. Sie dürfen sich dann wieder an Ihre Plätze begeben. Noch nicht, ich sag's dann. So, jetzt möchte ich noch etwas Grundsätzliches zur Stimmabgabe bei der Bürgermeisterwahl sagen. Die Wähler und Wählerinnen haben die Möglichkeit, neben den im Stimmzettel vorgedruckten Kandidaten
einer anderen wählbaren Person, die nicht auf dem amtlichen Stimmzettel steht, ihre Stimme geben. Da ist noch eine freie Zeile unter den 5 Namen. Wichtig dabei ist, dass die Person, die muss zweifelsfrei durch Familiennamen, Vornamen, Beruf oder Stand, Anschrift und nötigenfalls durch weitere Angaben bezeichnet werden, dass man zweifelsfrei erkennen kann, wen sie mit ihrer Stimme damit meinen. So, und jetzt zu den Regularien und zum Ablauf der Bewerbervorstellung. In der Sitzung vom Gemeindewahlausschuss am 24. Januar 2022 wurden durch die Mitglieder des Gemeindewahlausschusses folgende Regularien für die Bewerbervorstellung festgelegt. Allen zugelassenen Bewerbern wird die Möglichkeit gegeben, sich im Rahmen einer 15-minütigen Vorstellung persönlich dem Publikum heute zu präsentieren. Während dieser Vorstellungsrunde ist nur der jeweilige Kandidat im Raum. Die übrigen Kandidaten müssen den Raum verlassen. Die Reihenfolge der Vorstellung richtet sich nach der vom Gemeindewahlausschuss festgestellten Reihenfolge. Meine Mitarbeiterin Harriet Klusch holt die Kandidaten jeweils ab bzw. bringt sie auch wieder zurück. Eine Minute vor Ende der maximal 15-minütigen Redezeit wird das Ende durch einen Hinweis angekündigt. Neben mir sitzt die Frau Glasbrenner. Sie ist Leiterin vom Fachgebiet Bürgerdienste und in ihr Fachgebiet fällt auch die Verantwortung für die Wahlen. Nach Ablauf der 15 Minuten darf dann der aktuelle Satz noch beendet werden. Danach entziehe ich dem Kandidaten das Wort. Es gibt jedoch auch die Möglichkeit, die Vorstellung zu verkürzen, sofern der Kandidat die vorgegebene Maximalzeit gar nicht benötigt. An die Vorstellung der Kandidaten schließt sich eine etwa einstündige Fragerunde an. Da sind dann alle Bewerber wieder auf der Bühne an ihren Tischen. Die Bürgerinnen und Bürger hier im Saal haben die Möglichkeit, einem oder mehreren Bewerbern Fragen zu stellen. Statements oder Erklärungen dürfen von den Fragestellern nicht abgegeben werden. Es sind nur Sachfragen zu städtischen Angelegenheiten oder zur Person des Kandidaten zulassen. Sich also keine Meinungen bitte und keine Geschichten. Es werden maximal 2 Personen aus der Bürgerschaft gleichzeitig am Mikrofon zugelassen und jeder und jede Fragesteller oder Fragestellerin darf maximal 2 Fragen an einen oder mehrere Bewerber stellen. Die Plätze am Mikrofon werden mit Markierungen am Boden und 2 Meter Abstand markiert. Jeder Fragesteller hat vor der Fragestellung seinen Namen zu nennen und an wen er die Frage oder Fragen stellen möchte. Und wir werden es dann so machen, wenn dann alle die Fragen gestellt wird, dass wir dann abwechselnd beginnen, einmal links und einmal rechts, dass jeder einmal zum Beginn und zum Schluss dran kommt. Zusätzlich hatten die Bürgerinnen und Bürger ja im Vorfeld die Möglichkeit, über eine speziell eingerichtete Mailadresse maximal 2 Fragen an einen oder mehrere Bewerber bei der Stadt einzureichen. Dabei war der Verfasser anzugeben. Zusätzlich zu den Fragen, die von den Besuchern und Besucherinnen bei der Veranstaltung gestellt werden, werden live aus den gesammelten Einsendungen weitere 5 bis 10 Fragen, je nach Umfang, wie die Fragestellung hier im Saal ist, gezogen, die von den Bewerbern dann beantwortet werden. Wir haben im Vorfeld vereinbart, dass technische Hilfsmittel wie PowerPoint, Präsentation, Folien oder dergleichen für die Vorstellung der Bewerber nicht zulässig sind. Wir haben es ja vorbereitet, dass alle Bewerber draußen an einem Tisch im Foyer ihre Unterlagen und Wahlprospekte niederlegen können. Da können sie sich dann bedienen, soweit sie es noch nicht gemacht haben. So, jetzt geht's los mit der Vorstellungsrunde. Und der Herr Zwicker ist wie gesagt der erste Kandidat und ich bitte Sie, Herr Zwicker, auf die Bühne zu kommen, ans Mikrofon. Die restlichen Kandidaten werden jetzt von der Frau Klusch in den Seminarraum begleitet und halten sich während der Rede von Herrn Zwicker dort auf. Und die Frau Klusch kommt dann zu Ihnen, begleitet den Herrn Zwicker raus und bringt dann den nächsten Bewerber, in dem Fall den Dr. Röttgermann, dann zurück. Und dann der Herr Reh, der Herr Hübner und zum Schluss der Herr Reisch. Und so, jetzt sind wir hier. So. Siehst du, wenn es losgeht? Also ich sage es schon.
So, Herr Zwicker, sind Sie bereit? Ja. Gut, dann geht's hiermit los. Starten Sie durch. Erste Frage, hört man mich? Ja, gut. Guten Abend und ein herzliches Willkommen an das Publikum hier im Saal und an den Bildschirm. Wer bin ich und wo komme ich her? Ich heiße Ernst Zwicker, bin 52 Jahre alt, verheiratet, habe 3 Töchter und bin schon immer von hier. Ich bin in Markgröningen aufgewachsen. Ich kenne Wiesen, Felder, Schulen, Vereine und vor allem kenne ich die Menschen. Gerne habe ich mit meiner Familie auch 7 Jahre unter Rixing gelebt und den besonderen Charme, die Sorgen und Nöte hautnah miterlebt. Da ich ein interessierter Mensch bin, gehe ich gerne aktiv auf Leute zu. Dank meinen zahlreichen Kontakten und im intensiven, jahrelangen Austausch mit meinen Mitbürgerinnen und Mitbürgern weiß ich von vornherein, wo der Schuh drückt. Beruflich bin ich als Servicetechniker für Fräs- und Drehmaschinen bei Hightech-Firmen in ganz Baden-Württemberg unterwegs. Pragmatisch und schnell das Machbare umsetzen, das ist meine tägliche Arbeit. Dabei entscheidet die Situation vor Ort, was zielführend ist. Ein großer Wurf oder eine agile Umsetzung in kleinen, machbaren Schritten. Viele von Ihnen werden sich sicherlich fragen, warum traut sich ein Kandidat ohne Verwaltungserfahrung zu, Bürgermeister von Markgröningen zu werden? Meine Antwort lautet, ich bewerbe mich, weil ich gestalten statt verwalten will. Und weil ich Projekte, die mir schon lange am Herzen liegen, anstoßen und Ziele neu denken möchte. Dazu möchte ich mehr Verantwortung übernehmen und unser gemeinsam Markgröningen mit Ihnen neu gestalten. Was ist mein Antrieb? Warum Bürgermeister und nicht weiterhin Stadtrat? 7 Jahre vertrete ich als parteiloser Stadtrat in der Fraktion der GRL meine ganz eigenen Standpunkte. Zeitweise auch als Vorsitzender der Fraktion. In dieser Zeit habe ich auch gelernt, die Dinge aus mehreren Perspektiven zu betrachten, abzuwägen und diese dann auch mutig umzusetzen. Vom Schreibtisch aus nach der Aktenlage zu entscheiden, ist mir zu wenig. Ich möchte Visionen und Ideen entwickeln und die Verwaltung gewinnen, mit mir in die gleiche Richtung zu denken. Die Probleme und Herausforderungen Markgröningens sind mir wohl bekannt. Deshalb werde ich ehrlich zu Ihnen sein und keine Wahlversprechen machen. Ich stehe aber immer für einen Dialog auf Augenhöhe bereit und wenn ich nicht weiterkomme, hole ich mir die Kompetenzen ins eigene Haus. Wie möchte ich die Dinge angehen? Ich möchte die Zusammenarbeit mit der Bürgerschaft auf eine neue Stufe stellen und Markgröningen gemeinsam stark machen. Ich möchte nicht nur meine Verwaltungspflichten erfüllen, sondern über den Verwaltungshorizont hinausblicken. Ich möchte gemeinsam mit euch, den Bürgerinnen und Bürgern, aktiv Ideen für ein Markgröningen der Zukunft entwickeln. Dieses Potenzial und gute Ideen und Fachwissen aus der Bürgerschaft wurde in der Vergangenheit oft zu wenig angenommen und wertgeschätzt. Ich werde engagierte Bürgerinnen und Bürger in Vereinen, Kirchengemeinden und Ehrenämter aktiv aufsuchen. Deren Expertise werde ich bereits in Projektplanung mit einbinden. Auch bei Gemeinderatssitzungen werde ich diese einladen, damit sie ihre Ideen präsentieren können. Kurz. Stellvertretend für alle nenne ich als Experten für Kultur- und Wirtschaftsförderung den Verein Markgröningen aktiv, der mit seinen beliebten Abendspaziergängen und Keltertalks die Markgröninger und Unterrixinger Kultur im Wortsinne aktiv mitgestaltet und mit dem Laden Marktplatz 10 die Altstadt um ein weiteres Highlight bereichert hat. Auch der AGD und der Bürgerverein engagiert sich schon seit Jahren mit großem Einsatz und Fachwissen für den Erhalt unserer historischen Altstadt, die nicht nur viele von uns, sondern auch von Besuchern aus nah und fern wertschätzen. Ein solches Engagement und Schwarmwissen muss mit ins Boot geholt werden. Für gelebte Solidarität stehen der Krankenpflegeverein, VdK Markgröningen, die Nachbarschaftshilfe und die Karima.
Sie sind wertvolle Beispiele gelebter und generationenübergreifender Solidarität. Sie leisten einen unschätzbar wichtigen Beitrag zu unserem Gemeinwesen. Zusammen mit den musizierenden, sporttreibenden und kulturfördernden Vereinen zeigen all diese, wie engagiert sich Markgröningen Bürger und Bürgerinnen für ihre Stadt einsetzen. Dieses Engagement verdient meine volle Unterstützung und Wertschätzung. Welche konkreten Ideen bringe ich mit? Dazu möchte ich Sie auf eine Reise in die Zukunft Markgröningens mitnehmen und exemplarisch einige meiner langfristigen Ziele und Ideen vorstellen. Schauen Sie gemeinsam mit mir 10 Jahre in die Zukunft, in das Jahr 2032. Ich sitze hier im August des Jahres 2032 auf meinem geliebten Marktplatz. Es riecht schon nach Schäferlauf, der in wenigen Tagen stattfindet. Höre ich da nicht schon die Schäfermusik, den Markgröninger Marsch? Riecht es nicht schon nach gebrannten Mandeln? Ja, auch im Jahre 2032 wird es den Schäferlauf an allen 4 Tagen geben. Im Jahre 2018 wurde unserem historischen Heimatfest der Titel UNESCO-Kulturerbe verliehen. Die Freude darüber war groß, aber kurz, da eine Pandemie namens Corona den Schäferlauf erstmal ausbremste. Damals schon reifte bei mir der Gedanke, dass man eigentlich mehr machen muss, um den Schäferlauf entsprechend seiner Bedeutung zukunftsfähig zu machen. Und genau das habe ich angepackt. Jetzt, im Jahre 2032, kann man den Schäferlauf schon lange wieder mit allen Sinnen erleben. Auf der tatsächlich reaktivierten Bahnstrecke können Landrat und Festbesucher nun wieder den Schäferlauf bequem mit dem Zug erreichen. Das Rathaus, eines der schönsten Fachwerkhäuser in Deutschland, ist jetzt umgebaut und geöffnet. Als Veranstaltungsort für Aktivitäten aus Kultur, Schulen und Vereinsleben und für die Präsentation unseres Premium-Produktes, den Markgröninger Schäferlauf. Besucher aus nahen Fernen gehen die Geschichte der Stadt mitten in der historischen Altstadt in einem neu errichteten Museum kennenlernen. Die Anziehungskraft des ganzjährig offenen historischen Rathauses ziehen viele neue Touristen nach Markgröningen. Weiter geht die Reise in die Zukunft. Der Schulstandort Markgröningen im Jahre 2032. Ich bin in Markgröningen zur Schule gegangen und habe die Entwicklung zu einem wichtigen Schulstandort hautnah miterlebt. Jetzt, im Jahre 2032, hat Markgröningen seine Stellung als wichtige Schulstadt für den Umkreis nicht nur behauptet, nein, sondern sogar ausgebaut. Über die Jahre haben wir unsere Pflichtaufgaben bei der schulischen Sanierungsprojekten, bei der Glemstalschule, bei der Landern-Grundschule erfolgreich abgeschlossen. Den Ausbau des Sportzentrums am Benzberg haben wir in Angriff genommen. Zusammen mit der Gemeinde Aschberg konnten wir ein neues interkommunales Hallenbad bei der orthopädischen Klinik realisieren. Aber wir sind noch einen Schritt weiter gegangen. Gemeinsam mit führenden Hightech-Firmen in der Region haben wir die Schulstadt Markgröningen zukunftsfähig gemacht. Wir haben sie mit der Ansiedlung eines IT-Campus zu einem modernen Ausbildungsstandort weiterentwickelt. Mit Angeboten zum dualen Studium bilden wir seitdem die dringend benötigten Fachkräfte in unmittelbarer Nähe aus. Als moderne Schul- und Ausbildungsstandort zieht das Markgröningen der Zukunft immer mehr junge Familien an, die genauso wie ich Markgröningen als ihre Heimat verstehen und lieben gelernt haben. Kurz. 2032. Wie haben wir das Gewerbe entwickelt? Das Gelände der alten Ziegelei, das im Jahre 2022 noch als Wohngebiet im Gespräch war, haben wir als Gewerbegebiet im Bestand ohne große weitere Flächenversiegelung entwickelt. Mit ökologischer Bauweise, Grünflächen und Pausenbereichen haben wir eine hohe Aufenthaltsqualität für die hier Beschäftigten geschaffen. Durch meine vielfältigen Kontakte haben wir proaktiv junge, innovative Unternehmen gesucht und angesiedelt, die an einer Vernetzung interessiert sind. Sie können innerhalb des Quartiers neue Kontakte knüpfen und damit Synergieeffekte erzeugen. Die Unternehmen arbeiten auch eng mit unseren Bildungseinrichtungen zusammen.
Für Start-up-Unternehmen werden Räumlichkeiten angeboten. Die Anbindung an den ÖPNV über die Bahnstrecke am Bildungszentrum wurde von Anfang an mitgeplant und realisiert. Auch die Einbindung in eine neue Klimaschutzstrategie der Stadt Markgröningen sorgt für ein nachhaltiges Bauen unter Ausschöpfung von Fördermitteln. Wie könnte der Verkehr in 2032 aussehen? Auch 2032 haben wir immer noch keine Nordumfahrung. Wir haben das anders gelöst. Sie war einfach nicht mehr notwendig. Mit Schaffung einer eigenen unteren Verkehrsbehörde haben wir unseren Handlungsspielraum erweitert. Durch bürgerschaftliches Engagement, die Vernetzung mit anderen Kommunen und der gebotenen Hartnäckigkeit in Verhandlungen mit Kreis- und Landesbehörden konnten wir viele Verbesserungen umsetzen. Tempo 30 im gesamten Stadtgebiet. Stationäre Blitzer und Pförtnerampel in Unterriexingen. Auf sicheren Radwegen fahren jetzt viel mehr junge Leute mit dem Fahrrad zur Schule. Das Lkw-Durchfahrtsverbot wird konsequent kontrolliert. Kleine, flexible Citybusse fahren jetzt auch am Wochenende und am Abend. Durch die reaktivierte Bahn und ihre Anbindung an Ludwigsburg hat sich der Verkehr stark reduziert. Auch deshalb konnten wir den Straßenraum zugunsten von Fußgängern und Radfahrern neu verteilen. Dadurch wurde auch die Lärmbelastung und die Emissionen in der Innenstadt deutlich verringert. Schauen Sie mit mir noch in ein weiteres Zukunftsfenster. 2032. Wohnen mit Visionen. Wie könnte das aussehen? Die Zeiten, in denen Wohnbauprojekte weniger von der Stadt, sondern von Investoren bestimmt wurden, sind passé. Zusammen mit den Fachabteilungen der Verwaltung und innovativen Architekten haben wir auch hier neue Wege beschritten. Unter dem Motto Sinnmaximierung statt Gewinnmaximierung haben wir ein Wohnbauprojekt im Norden Markgröningens an der Bracke realisiert, welches in Sachen Ökologie und Nachhaltigkeit Maßstäbe setzt. Dabei haben wir eine lebenswerte und zeitgemäße Wohnform umgesetzt, bei der das Gemeinwohl an erster Stelle steht. Mit Grundstücken, die in Erbpacht an Wohngenossenschaften verkauft wurden, auf denen gemeinschaftliche und integrierte Wohnformen entstanden sind. Verkehrsberuhigt, generationenübergreifend und nachhaltig. So nachhaltig wie das Markgröninger Rathaus, das seit über 500 Jahren steht. Die Bewohner und Bewohnerinnen aus allen Bevölkerungsschichten freuen sich über Häuser, die zum Beispiel aus Holz gebaut sind und nicht aus klimaschädlichen Stahlbeton und Dämmstoffen, die als Sondermüll entsorgt werden müssen. Es gibt auch nicht das Haus mit den Alleinstehenden, das Haus mit den Wohlhabenden und das Haus mit den Flüchtlingen. Nein, sondern eine Durchmischung, die das gemeinschaftliche Miteinander von Jung und Alt bereichert und fördert. 2032 freuen wir uns, dass wir ein Modellprojekt geschaffen haben, das sich andere Gemeinden zum Vorbild nehmen können. So. Das war mein Ausflug in das Jahr 2032 mit Ideen, die ich gemeinsam mit Ihnen gestalten möchte. Jetzt springen wir wieder ins Hier und Jetzt. Ich freue mich auf Ihre Fragen in der Fragerunde. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis später. So, Herr Zwicker, noch eine Minute 25 hätten Sie Zeit gehabt. Gut, so, jetzt begleite Sie die Frau Klusch hinaus und dann kommt Herr Dr. Röttgermann ans Rednerpult. Dauert geschwind ein paar Minuten. Die Frau Joban sorgt für frische Getränke. Mikro wird desinfiziert. So, jetzt spricht Herr Dr. Matthias Röttgermann. Können Rednerpult gehen.
So, ich bin zu verstehen? Ja. Gut, dann geht's los. Liebe Bürgerinnen und Bürger aus Markgröningen, Unterrixingen, Thalhausen und aus dem Hart- und Schömbelhof, ich freue mich sehr über Ihr zahlreiches Erscheinen und das große Interesse. Mein Dank gilt nicht nur Ihnen, sondern auch Herrn Bürgermeister Körner, Frau Glasbrenner, dem Wahlausschuss und allen Helferinnen und Helfern, die den heutigen Abend möglich gemacht haben. Ich danke für Ihr Interesse an der Gestaltung unserer Stadt. Sicherlich fragen Sie sich schon, warum kandidiere ich? Was ist meine Motivation? Was ist meine Vision? Und was sind meine Ziele für Markgröningen und Unterrixingen? Und wie bin ich persönlich? Ich bin in Hamburg geboren und lebe seit über 20 Jahren in Markgröningen. Die Stadt ist mir inzwischen in all den Jahren ans Herz gewachsen und ich möchte als Bürgermeister alles dafür tun, um sie mit ihren Teilorten zu entwickeln. In Süddeutschland habe ich studiert, neben dem Fach Biologie zusätzlich Geografie, Mathematik, Informatik und Lehramt. 1989 habe ich meine Frau kennengelernt, Heike Röttgermann. Sie arbeitet im Kleeblatt in Markgröningen im Pflegeheim. Was bringe ich mit für diese Aufgabe? Ich komme aus der Industrie und bringe meine Erfahrungen als Projektmanager bei Bosch mit ein. Ich kann Mitarbeiter motivieren, Teams führen, Ziele erreichen und große Budgets verwalten. Es ist meine Aufgabe, für unterschiedlichste Probleme eine Lösung im Konsens zu finden. Dabei bewege ich mich permanent im Spannungsdreieck aus Kundenbedarf, Kosten und den Ressourcen. Tagtäglich kommuniziere ich mit Menschen aus unterschiedlichsten Abteilungen und Ländern. Ich habe in meinem Berufsleben so viel gelernt, ich bin sicher, ich kann diese Fähigkeiten serviceorientiert in die Führung der Stadt und zum Wohle unserer Stadt einbringen. Markgröningen mit Unterrixingen ist für mich eine großartige Stadt mit engagierten Bürgerinnen und Bürgern, modernen Firmen, einer vielfältigen Vereinslandschaft und einem vielfältigen Mosaik an Naturlandschaften. Ich lebe gerne hier. Heute bin ich 53 Jahre alt und bin bereit, für Sie und mit Ihnen, Markgröningen, die nächsten Jahre weiter zukunftsfähig zu gestalten. Betonen möchte ich, dass ich hier weder in 8 Jahren auf eine weitere Bürgermeister-Neuwahl schauen muss, noch dass ich mich aus Geld- oder Karrieregründen bewerbe. Nein, es ist mein Antrieb, meine eigene Motivation. Ich will mit Leidenschaft unsere Stadt schöner und grüner machen. Was sind die wichtigsten Themen in den nächsten 8 Jahren? Ich fokussiere mich auf 3 strukturelle Punkte. Erstens, eine integrative Stadtplanung mit Planung der Infrastruktur. Zweitens, umweltfreundliche Mobilität. Und drittens, Digitalisierung und eine digitalisierte, moderne Verwaltung. Zum ersten Punkt. Eine integrative Stadtplanung, die passende Infrastruktur und lebenswerte Räume mit planen. Markgröningen und Unterrixingen müssen wir für uns alle lebenswert gestalten. Das ist mir sehr wichtig. Damit meine ich, dass wir nicht nur Baulücken stopfen, dass wir Wohnungen hinbauen und schauen, wo passt noch etwas hin. Wir müssen die Infrastruktur dazu mitdenken und mitplanen, die Verkehrsanbindung und die Lebensräume. Mehr als nur der notwendige Spielplatz, das erwarte ich. Eine fußläufige, sichere Anbindung eines Wohngebietes an einen Kindergarten, das erwarte ich. Auch der soziale Wohnungsbau muss dabei zwingend vertraglich vereinbarter Bestandteil sein. Die Stadtplanung muss also gezielt die Ansprüche, Interessen und Bedarfe verschiedener Gruppen berücksichtigen. Senioren, Kinder, Schulwege, Menschen mit Einschränkungen. Eine Innenstadt mit einem, ich nenne es, Erlebnismarktplatz, Wasserspiele, Bänke, Bäume. Ja, das ist ein schöner Einwurf, danke. Passt zur nächsten Überleitung. Wohnraum schaffen, ja, lebenswert. Ferner benötigen wir Gewerbe mit Arbeitsplätzen in Markgröningen. So schaffen wir das Dreieck aus Leben, Wohnen und Arbeiten. Von regionalen Arbeitsplätzen profitieren Einzelhandel, Feuerwehr und alle Familien selbst. Ich
gehe aktiv auf unsere Gewerbetreibenden zu. Und zum Gewerbe ist mir wichtig, dass wir hier nicht nur auf die Bedarfe reagieren, sondern dass wir aktiv bei der Flächenansiedlung helfen und die zugehörige Mobilität und Nachhaltigkeit mitplanen. Wirtschaft stärken, nachhaltig wirtschaften. Ich sage Ja zu regionalen Arbeitsplätzen. Zu einer lebenswerten Stadt gehört für mich auch das Thema Schäferlauf. Von mir kommt ein klares Ja zum Schäferlauf. Der Schäferlauf in Markgröningen ist seit Jahrhunderten ein identitätsstiftendes Merkmal. Er ist Teil unserer Geschichte. Er ist immaterielles Weltkulturerbe. Daheim in Markgröningen, in der Welt zu Hause oder auch anders gesagt, wir machen den Schäferlauf erlebbar. 365 Tage im Jahr. Das ist mein Ziel. Wir installieren eine ganzjährige Lauschertour und ich stelle mir Pflastersteine als Wegweiser vor, die uns zu lebensgroßen Figuren des Schäferlaufes durch die Stadt führen. Der zweite Punkt, umweltfreundliche Mobilität, die Verkehrswende. Denken Sie dabei an mein Motto, gut durch die Stadt, aber keine Durchgangsstadt. Selbstverständlich gehört dazu, das Schienennetz nach Ludwigsburg zu reaktivieren. Wir benötigen eine Bahn, die bis zum Festplatz fährt. Sie haben sicherlich schon bemerkt, dass ich hier neben anderen kompetenten Personen bereits sehr aktiv bin. Die Bahn muss auch bis in die Stadtmitte fahren und bis nach Schwieberdingen. Es muss Leihfahrräderangebote geben. Und wir müssen endlich den Green City Masterplan umsetzen. Das werde ich forcieren. Stärkung des Rad- und Fußverkehrs, mehr Elektroladestellen. Wichtig ist mir dabei, dass wir neuralgische Punkte entschärfen und die Sicherheit der schwächeren Verkehrsteilnehmer erhöhen. Dabei heißt es auch vielseitig denken. Auch autonome Shuttles, Einbahnstraßen dürfen kein Tabu sein. Am Radweg Sachsenheim Unterrixingen müssen wir dranbleiben. Tempo 40 in Markgröningen und Unterrixingen. Der Radweg Richtung Innenstadt vom Wasserturm ist bereits auf Initiative vom ADFC und mir auf den Weg gebracht worden. Es tut sich was in diesem Jahr. Die Sicherheit der Schulkinder und Fußgänger muss höchste Priorität haben. Hierzu müssen auch die Schulen und Kindergärten besser angebunden werden. Ein sehr wichtiger Punkt an dieser Stelle. Wir müssen generell das Konkurrenzdenken der Verkehrsteilnehmer untereinander beseitigen. Im Miteinander müssen wir die Konfliktstellen entschärfen und bereinigen. Der dritte Punkt, Digitalisierung und eine digitalisierte, moderne Verwaltung. Verwaltung, Bürgerbüro, Feuerwehr und Schulen möchte ich modernisieren. Dabei soll zugleich der Weg des persönlichen Kontaktes bestehen bleiben. Digitalisierung ist nötig, um konkret unsere Dienstleistungen alternativ online anzubieten. Die Realität ist doch heute so, wer per App bezahlt, wer online einkauft, der erwartet dies auch von einer Kommune. Und wir sind per Gesetz dazu schlichtweg auch verpflichtet. Die Digitalisierung ist das Wasser der Zukunft und der entscheidende Standortfaktor. Also lasst uns daran arbeiten. Führerscheinanmeldung, Wohnungsanmeldung, Rechnungsstellung, all das lässt sich online gestalten. Auch intern wird sich das in veränderten Arbeitsabläufen und Prozessen zeigen. So werden wir zugleich effizienter. Die soziale, mediale Präsenz der Stadt will ich ausbauen, interaktiv und barrierefrei. Lassen Sie uns hier Vorreiter sein. Wir werden dafür viel Zuspruch erhalten. Und auch die Wirtschaft wird profitieren, wenn wir uns digital aufstellen. Hier kann ich aus meiner Arbeit reichlich Erfahrung mitbringen. Zudem können wir von den Good Practices des Landes Baden-Württemberg profitieren. Kita-Anmeldung, 3D-Bauprojekte, eine Handwerkerbörse, all das lässt sich umsetzen. Entscheidend ist, das Ergebnis muss für die Bürgerinnen und Bürger sichtbar sein und Wirkung zeigen. Bei all diesen Punkten werden wir begleitet von den Rahmenbedingungen des Klimawandels. Selbstverständlich möchte ich als Biologe für unser Klima und den Umweltschutz die nächsten 8 Jahre mein Bestes geben. Wir wollen eine Welt, die nachhaltig ist und gute Lebensbedingungen für alle bietet. Die damit verbundenen Fördermöglichkeiten stellen eine Chance für unsere Stadt dar. Es braucht jetzt Mut, Entschlossenheit und Tatkraft.
weil es Ihre Stadt ist, gehen wir es an. Photovoltaik auf die Dächer der Schulen und Kindergärten, Ausbau der Nahwärme mit Perspektive, Bäume pflanzen und Dächer begrünen. Kommen wir zum Punkt, der Bürgermeister als Führung der Verwaltung. Dazu müssen wir uns die Frage stellen, welche Art von Führungspersönlichkeit ist heute und für die nächsten Jahre in Markgröningen wichtig? Die Fachexpertise liegt bei einer Stadt mit ca. 15.000 Einwohnern ganz klar in der Verwaltung. Für das Amt des Bürgermeisters ist etwas ganz anderes entscheidend. Wir benötigen einen Manager, einen Entscheider, Diplomat und Visionär. Wesentliches erkennen und konkretisieren, das ist Führung auf Augenhöhe. Personalgewinnung, interdisziplinäre Zusammenarbeit, das sind wichtige Themen. Schlussendlich sage ich, ja, ich kann Verwaltung. Ich bin der Richtige, um unsere Stadt Markgröningen zusammen mit den Bürgern und Bürgerinnen für die nächsten Jahre zukunftsfest zu machen. Bevor ich nun zum Schluss meiner Rede komme, ist es mir noch ein großes Anliegen, an dieser Stelle allen zu danken, die mich bisher aktiv unterstützt haben. Die intensive Kritik und tatkräftige Hilfe hat mir bei den Vorbereitungen bis zum heutigen Tage sehr geholfen. Das Projekt ist nicht ohne meine Familie und meine Freunde denkbar, welche zu 100% hinter mir stehen. Ich hoffe, ich habe Ihnen meine zahlreichen Ideen dargestellt, die ich tatkräftig und entschlossen umsetzen will. Das geht nur mit Ihnen und Ihrer Stimme. Sagen Sie deshalb Ja zu mir als neuem Bürgermeister, weil es um Markgröningen geht. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. So, Herr Dr. Röttgermann, Sie hätten noch 3 Minuten und 13 Sekunden Zeit gehabt. Ich weiß, das war mir klar. Ich bin schnell. Gut, jetzt wird Frau Klusch Herrn Dr. Röttgermann ins Vereinszimmer begleiten und zurückkommen mit Stefan Alexander Reh. So, Herr Reh. So. Sie sind soweit? Gut, dann geht's jetzt los. Einen wunderschönen guten Abend, liebes Markgröningen. Ich entschuldige mich jetzt schon für mein Gendern, das ist furchtbar, das kriege ich einfach nicht hin. Ich betrachte alle Menschen in einer gleichwertigen Form, da gibt es keinen Unterschied, Männlein, Weiblein oder divers. Ich spreche sie einfach so an, wie mir der Schnabel gewachsen ist als Schwabe. Und das passiert dann, wenn ein Reh zu den Schäfle nach Markgröningen kommt. Dann passieren folgende Dinge. Dann steht hier ein Mann auf der Bühne. Der heißt Stefan Reh, ist 52 Jahre alt, ist technischer Betriebswirt in einem mittelständischen Unternehmen in Stuttgart. Ich leite den Fuhrpark dort, mache die Kalkulationen für den Fuhrpark, mache den Einkauf, den Verkauf der Fahrzeuge, mache den Etatplan mit meinem Chef zusammen. Wir sind ein sehr nachhaltig aufgestelltes Unternehmen. Wir vertreiben gleichzeitig auch noch nachhaltige Energieerzeugung, nachhaltige Wärmeerzeugung. Von daher kenne ich mich in dem Thema nachhaltige Mobilität und nachhaltige Heizung, Wärmeerzeugung, Stromspeicherung sehr, sehr gut aus. Ich komme aus dem Bereich Automobil. Ich bin gelernter Kfz-Meister und gelernter Kfz-Mechaniker.
war vor meiner jetzigen Tätigkeit selbstständiger Unternehmer, auch im Bereich der Fuhrparkbetreuung und der nachhaltigen Mobilität. Davor hatte ich einige leitende Stellen in Autohäusern. Ich war in zwei Autohäusern Serviceleiter und war hier in der Nähe in Höfing eine Zeit lang in einem Betrieb für Porsche-Fahrzeuge Werkstattleiter. Ja, ich war auch eine Zeit lang in Calw in der Kaserne als Fallschirmjäger. Das sieht man mir heute leider nicht mehr an. Damals hat es der Fallschirm mal geschafft, aber heute ist es leider nicht mehr so. So, ich beginne mal mit meinen Themen. Mein Hauptthema in diesem Wahlkampf war und ist die Betreuungs- und Bildungssituation in Markgröning. Ich als dreifacher Familienvater bin nur zu 50% in meiner Tätigkeit, weil ich auch meine Kinder aufwachsen sein möchte, aber auch weil manchmal die Betreuungssituation dann nicht mehr so gegeben ist, dass zwei Erwachsene Vollzeit arbeiten könnten und eine sichere Betreuungssituation gerade dargestellt werden kann in einigen Einrichtungen. Und das möchte ich ändern. Ich möchte dazu gerne nach Möglichkeit den Markt der Erzieherinnen so bearbeiten, dass wir in Zukunft wieder ein vollständiges Set an Fachkräften für die Erziehung und die Betreuung unserer Kinder hier in Markgröning zur Verfügung stellen können. Dass junge Familien und Alleinerziehende in ihrer Tätigkeit wenig oder gar nicht mehr eingeschränkt sind und somit ihre Existenz vollumfänglich durch ihre Arbeit sichern können und nicht auf irgendwelche Beihilfen und Sonstiges angewiesen sind. Des Weiteren mache ich mich stark für die Einrichtungen selber. Wir haben hier an einigen Einrichtungen in Markgröning große bis elementare Probleme. Was mich ganz besonders geschockt hat, ist zum Beispiel die sanitäre Außenanlage der Glemstal Grundschule. Das muss schnellstens geändert werden, wenn die Schüler über den Hof in die Toilette müssen. Das ist ein Zustand, der ist praktisch so nicht tragbar. Ich weiß, dass es schwierig ist, weil die Glemstal Grundschule bei zu großem Finanzbedarf mit Sicherheit nicht mehr tragfähig ist. Deshalb müssen wir da mit Ideen und Lösungen arbeiten, die wir in der heutigen Zeit ganz sicher brauchen werden. Wie sollten wir das schaffen? Wir müssen natürlich bei solchen Sachen wie der Umbau der Glemstal Grundschule oder vielleicht auch sogar Neubau der Landern Grundschule sämtliche Förderungen, die das Land zur Verfügung stellt, in Anspruch nehmen, wie es bisher mit Sicherheit auch schon gut gemacht wurde und auch hoffentlich weiterhin gemacht wird und noch umfangreicher vielleicht ausgeschöpft werden kann. Und damit können wir dann solche Projekte in Zukunft auch weiterhin umsetzen. Die Betreuungssituation möchte ich mit diversen Möglichkeiten entspannen. Die Fachkräfte sollten die Möglichkeit haben, zum Beispiel kleine Benefits zu bekommen, wie ein Jobradleasing nach Möglichkeit oder einfach ein Fahrradleasing, um günstig Fahrrad fahren zu können, was ja auch die nachhaltige Mobilität fördert. Oder einfach eine Marketingkampagne, zum Beispiel kommen Sie als Pfleger der Tradition nach Markgröning. Sie können die Kinder betreuen, die in 5 Jahren den Schäferlauf bedienen, bespielen. Da bleiben wir weiter bei den Kindern, allerdings im Zusammenhang mit auch Fußgänger und Radfahrer. Wir haben hier an einigen Stellen in Markgröning relativ signifikante Stationen, wo die Verkehrslage für Fußgänger und Kinder sehr, sehr gefährlich ist. Ich wurde jetzt erst vor kurzem wieder darauf angesprochen, dass mit der Interimskita in Unterrixing müsste man auf jeden Fall eine Lösung finden. Da geht es um die Straßen Oberrixinger, Großsachsenhalmer und Markgröninger Straße, dass da die Kinder jetzt alle drüber müssen, weil sie alle über eine Straße müssen sie auf jeden Fall, um in diese Kita zu kommen. Da müssen wir eine Lösung finden in Zukunft.
Dann geht es zum Beispiel um die Paulinenstraße hier in Markgröningen, wo die Lkw-Dichte fast höher ist wie auf der Möglinger oder auf der Schwieberdinger Straße. Und die Straße ist so schmal und klein und führt direkt an der Schule vorbei, das ist eigentlich untragbar. Zumal dann die LKWs auch noch nicht mal langsam fahren. Das gleiche gilt für den Übergang an der Möglinger Straße in den Otto-Hahn-Weg, an den Zebrastreifen. Da ist die Durchschnittsgeschwindigkeit viel zu hoch, dass die Autofahrer oftmals nicht mehr reagieren können, wenn Kinder am Straßenrand stehen und die Straße am Zebrastreifen überqueren wollen. Und da rede ich aus eigener Erfahrung, weil mir das schon öfter passiert ist, auch als Erwachsener mit meinen Kindern. Das macht es unheimlich schwierig, Kinder dann alleine in die Schule gehen zu lassen. Das ist eine große Gefahr hier in Markgröningen. Das möchte ich gerne verhindern, dass da noch was passiert in Zukunft. Ähnliche Plätze gibt es natürlich hier an der Grabenstraße, an der Bushaltestelle, wenn die Kinder vom Unterricht kommen und auf ihren Bus warten und dann plötzlich 50, 60, 70 Kinder auf dem schmalen Gehweg stehen müssen, bis der Bus kommt. Das ist ein Zustand, der muss dringend verändert werden. Dann möchte ich natürlich den Ausbau der Radwege fördern. Als aktiver Fahrradfahrer, wohl auch als aktiver Autofahrer, weiß ich genau, wie das Verhältnis von Auto zu Fahrrad ist und wie das Verhältnis von Fahrrad zu Autofahrer ist. Das ist manchmal zwiegespalten und für alle die das bisher noch nicht so gesehen haben, bitte ich einfach mal das andere Fahrzeug zu benutzen und eine Zeit lang auf der Straße zu fahren. Da kommt ein ganz anderes Verständnis auf für den anderen Verkehrsteilnehmer. Die Anbindung der Stadtbahn ist ein weiteres Thema. Diese muss forciert betrieben werden. Markgröningen braucht diese Stadtbahn. Die Option der Verlängerung, dass man sie an Festplatz oder nach Schwieberding ins Gewerbegebiet anbindet, besteht. Das sehe ich auch so. Aber auf jeden Fall muss sie zeitnah bis an Bahnhof nach Markgröningen kommen mit einer geeigneten Routenführung. Möglicherweise auch um Möglingen rum, wenn die Möglinger Bürger sich weigern, die Straßenbahn oder die Stadtbahn durch Möglingen durchfahren zu lassen. Da müsste man sich vielleicht überlegen, ob man die Route an der Landstraße entlang um Möglingen rumführt mit zwei Stopps für die Möglinger Bürger. Das alles ist natürlich nichts, wenn kein Geld im Haushalt ist. Wir müssen in Markgröningen auf jeden Fall die Wirtschaft wieder stärken, versuchen, wirtschaftsstarke Firmen in die Stadt zu holen. Und diese Firmen dürfen von mir aus gerne nicht unbedingt produzierenden Charakter haben, sodass wir eigentlich nur Büroflächen brauchen und wenig Infrastruktur, sodass der Bedarf an Infrastruktur praktisch nicht vorhanden ist und wir leere Bürogebäude wieder nutzen können. Ich stelle mir da zum Beispiel Internetfirmen vor, Firmen für Datenmining oder für Kryptowährungen, wo einfach auch ein großer Ertrag in der Gewerbesteuer nachher rauskommen könnte. Und da könnte ich mir vorstellen, so als Header Markgröningen 4.0. Im Kleinen sehe ich zum Beispiel die Aufwertung der Ostergasse. Ich würde die Ostergasse gern autofrei gestalten, zumindest ab der Wettestraße, sodass man auf den Wetteplatz noch kommt und die Anwohner sowieso freie Fahrt bekommen sollen. Aber der Durchgangsverkehr für die Ostergasse sollte eigentlich stark eingeschränkt werden, weil auch hier ein großes Gefahrenpotenzial für Fußgänger und für Radfahrer vorliegt. Des Weiteren würde der fehlende Autoverkehr auch die Läden aufwerten und wir müssten die Ostergasse auch mit weiteren möglichen Läden aufwerten. Ich könnte mir da gut vorstellen, dass hier örtliche Anbieter einen Obst- und Gemüseverkauf starten und mit Erzeugnissen aus ihrer eigenen Produktion aufwarten können, sodass wir hier ein frisches Zentrum auf der Ostergasse bekommen, wo man dann frisches Obst, Gemüse, Salat,
Wurst, Käse und ähnliche Sachen kaufen kann, ähnlich einem Hofmarkt, allerdings in der City direkt. Weitere Veranstaltungen, die dann auf dem Marktplatz stattfinden sollten, sind eigentlich ein Herzenswunsch von mir. Ich möchte da gerne, ich habe da mit jungen Menschen in Markgröningen gesprochen, die das gerne wieder aufnehmen möchten, gewisse Märkte zu machen oder auch ein Festival im Sommer mit verschiedenen Musikrichtungen, wo man jeden Abend ein anderes Publikum damit ansprechen kann. Aber was mir ganz arg am Herzen liegt, ist in dieser traumhaften Kulisse des Rathausplatzes, des Marktplatzes, ein Weihnachtsmarkt. Allein schon beim Gedanke geht mir das Herz auf, was das mit Markgröningen machen könnte. Das muss kein durchgehender Weihnachtsmarkt sein, aber man könnte über 3 Wochenenden Buden stellen, die stehen bleiben über die 3 Wochen. Und dann mit ein wenig festlicher Beleuchtung könnte man da mit Sicherheit auch einen Großteil an Touristen anlocken, weil Weihnachtsmärkte sind sehr, sehr gefragt in der Region, wie zum Beispiel Esslingen. Die haben damit ganz großen Erfolg. Muss nicht unbedingt ein Mittelalter-Weihnachtsmarkt sein. Ich würde gerne ein neues Ideenmanagement im Rathaus installieren, wo jeder Bürger die Möglichkeit hat, seine Ideen ans Rathaus zu bringen. Allerdings möchte ich, wenn Sie die Ideen ans Rathaus bringen, auch gleich eine Idee einer Lösung von Ihnen haben. Weil ich kann zwar sagen, das passt mir nicht, aber machst du mal, das funktioniert einfach nicht. Aber wenn wir mit Lösungsansätzen agieren können, wenn wir wissen, wo es hingehen soll, dann starten wir schon mal einen Prozess und dieser Prozess wird schneller werden, je mehr Ideen wir dabei haben, die man dann umsetzen kann. Weil viele Ideen geben einfach schneller eine Lösung. Darunter fällt zum Beispiel auch meine Großelternagentur, wo man ältere, rüstige Herrschaften bitten könnte, die Betreuung von Kindern oder Jugendlichen zu übernehmen, deren Eltern zum Beispiel gerade noch arbeiten müssten aus Betreuungszeiten. Das allerdings unter städtischer Obhut. Die Traditionspflege Schäferlauf findet statt jährlich. Wir versuchen, die Kosten etwas zu reduzieren, jedes Jahr. Noch eine Minute. Etwa 1-2%, sodass wir irgendwann mal wieder eine schwarze Null sehen könnten. Ich möchte, dass der Schäferlauf übers Jahr in der Stadt sichtbar ist, dass auch Touristen, die unterm Jahr kommen, sehen können, wir sind eine Schäferlaufstadt. Ich möchte eine Steigerung der Attraktivität des Krämermarktes. Und ich würde mich bei Tourismusverbänden für die Stadt stark machen, um die Attraktivität auch weiter herauszukehren und unser UNESCO-Weltkulturerbe auch an die große Glocke wieder zu hängen, dass wir da einfach etwas mehr davon haben. Ja. Ach, mein Vereinsleben ist hängen geblieben. Das Vereinsleben in Markgröningen ist ja super umfangreich, was sehr, sehr schön ist. Die einen oder anderen Vereine haben mehr oder weniger. Zeit ist um. Mehr oder weniger Aufmerksamkeit. Aber das steht auf meiner Zeit. So, jetzt wird der Herr Reh hinausbegleitet ins Vereinszimmer und die Frau Klusch kommt zurück mit Jens Hübner. So, Herr Hübner. Ach, schön, ohne Maske. Kann es losgehen? Von mir aus, gern. Gut, dann läuft die Zeit. Schönen guten Abend. Ich freue mich, dass ich mich Ihnen heute Abend vorstellen darf. Mein Name ist Jens Hübner. Ich möchte vielleicht gleich vorneweg die Anmerkung noch machen.
sehen Sie mal nach, es wird jetzt immer die Stadt Markgröningen genannt. Natürlich habe ich ein Verständnis dafür, dass auch Unterrixingen, Thalhausen und der Schönbühlhof dazugehören. Das als Anmerkung vorneweg. Ich freue mich, dass ich mich Ihnen vorstellen darf. Ich wohne gemeinsam mit meiner Frau und unseren drei Kindern im benachbarten Schwieberdingen. Unsere Kinder sind 4, 6 und 8 Jahre alt, besuchen folglich den Kindergarten und die Grundschule. Ich möchte Ihnen zunächst mal vielleicht ein bisschen was über meinen schulischen und beruflichen Werdegang wiedergeben. Ich habe hier in Markgröningen die Realschule besucht. Lang, lang ist es her, trotzdem gibt es noch viele Verbindungen aus der damaligen Zeit, die bis heute bestehen. Ich habe dann nach der Realschule das kaufmännische Berufskolleg in Kornwestheim-Pettenwil besucht, habe dort die Fachhochschulreife erlangt und die hat mir es dann möglich gemacht, an der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen in Ludwigsburg zu studieren, also klassische Verwaltungslaufbahn, habe dort auch den Bereich Finanzen vertieft. Sie werden es später auch in meinen Ausführungen hören, hat mich beruflich bis heute begleitet und ja, klassische Verwaltungslaufbahn eingenommen und nach der Hochschule dann ein kurzes Gastspiel bei der Hochschule Heilbronn gehabt, dort meine erste Arbeitsstelle angetreten und hat mich aber relativ schnell auch beruflich wieder in den Landkreis Ludwigsburg zurückgezogen, habe dann bei der Gemeinde Möglingen eine Stelle bekommen für die Einführung des neuen kommunalen Haushaltsrechts, war dort als Projektverantwortlicher tätig. Sag mal ganz kurz ein Verfahren, wo man allumfassendes Vermögen der Gemeinde bewerten muss, EDV-Umstellungen, die damit einhergehen und das durfte ich in Möglingen begleiten. Habe dann innerhalb der Kämmerei die Stelle gewechselt, bin dann stellvertretender Kämmerer gewesen, habe hier neben den klassischen Finanzaufgaben, also Mithilfe bei der Jahresrechnung und der Haushaltsplanung, Gebührenkalkulationen verantwortet, habe das Steueramt geleitet und habe die Vollstreckungsbehörde geleitet. Vielleicht da eine Besonderheit, wo es auch Berührungspunkte hier zu Markgröningen gab. Also der Vollstreckungsbeamte, den gibt es heute immer noch und auch zu der damaligen Zeit war er 2 Tage die Woche in Möglingen, 3 Tage in Markgröningen. Da hat man natürlich auch mal viel mitbekommen, was in Markgröningen läuft. Und eine weitere Berührung gab es. Ich durfte seinerzeit die Buchführung machen für den Zweckverband Gruppen Klärwerk-Leudelsbach, also Möglingen besser Tierherr nach Markgröningen. Und da war mir es dann möglich, die Buchhaltung zu machen. Wir haben da zu der Zeit auch regelmäßige Treffen gehabt, sowohl mit der Verbandsleitung als auch mit den Klärwärtern. Ja, dann war irgendwann klar, in Möglingen gibt es keine berufliche Perspektive, dann muss man sich woanders hin bewerben und so ist meine Bewerbung ins Oberrixinger Rathaus eingegangen. Ich bin jetzt seit 3,5 Jahren Kämmerer der Stadt Oberrixingen, verantworte dort den Bereich der Finanzen und habe neben dem klassischen Finanzbereich den Bereich Bauen bei mir. Also Sie müssen sich ganz pauschal vorstellen, je kleiner so eine Kommune ist, desto mehr Aufgaben gibt es. Und Oberrixingen, kleinste Stadt im Landkreis Ludwigsburg mit 3.300 Einwohnern, da ist das Aufgabengebiet ein breites. Und der Bereich Bauen, also nicht die Bauverwaltung, Bauanträge landen nicht bei mir. Ich bin dann derjenige, der es technisch ausführen darf. Also wenn wir unter die Erde gucken, durch die Besonderheit bedingt, dass Oberrixingen eigene Stadtwerke hat, die Stadtwerke Oberrixingen GmbH, da haben wir wirklich alle Medien mit zu betreuen, die unter der Erde liegen. Und das ist Gas, Wasser, Strom, Vorbereitung für den Breitbandausbau, da geht es um Straßenbeleuchtung und da darf ich als einer von 2 Geschäftsführern ja, die Geschicke der SWORI leiten. Und wenn wir dann von der Oberfläche übergehen, jetzt springen wir gedanklich wieder zurück zur Stadt, gehört da wirklich alles mit dazu im Bereich Straßenbau, da gehören Spielplätze mit dazu, da gehören Sanierungsmaßnahmen dazu, Sanierungsmaßnahmen im Denkmalamt, wo ich mich gleich hier in Markgröningen wiederfinde und da gehören auch Neubauten mit dazu. Und das landet dann alles irgendwann mal bei mir, bei meiner Stellvertreterin dort oder beim Bürgermeister Wittendorfer. Wir stimmen uns da ab und ja, gehen die Projekte gemeinsam an. Ich habe schon gesagt, Wohnort bei mir ist Schwieberdingen, bin in Schwieberdingen auch im Gemeinderat tätig. Sie sehen was nach, dadurch habe ich den, sage ich mal, besten Blickwinkel auf das ganze Thema. Zum einen als Verwaltungsfachmann, wo ich selber meine Vorlagen vertreten darf und zum anderen als kritischer Gemeinderat. Ich finde diese 2 Perspektiven auch inne zu haben sehr, sehr wertvoll. Die Entscheidung, warum bewerbe ich mich in Markgröningen, ist eigentlich naheliegend für mich gewesen. Also ich habe schon zu meiner Ausbildung, wo ich in Schwieberdingen mein Einführungsjahr hatte, beim Bürgermeister Spiegel viel mitgenommen und mir war klar, hey, dieses Amt will ich irgendwann mal haben. Nur wann ist der richtige Zeitpunkt? Und ich sage, der richtige Zeitpunkt ist jetzt gekommen. Also ich bin schon immer im Landkreis Ludwigsburg verwurzelt, fühle mich jetzt bereit mit den Berufserfahrungen, die ich gesammelt habe, dass ich mir dieses Amt auch wirklich zutraue. Und ich habe eine Vision für Markgröningen. In meinem Alter, würde ich mal sagen, kann ich so weit gehen, dass ich das ganz, ganz lange ausüben darf, sofern ich den Zuspruch dazu bekomme. Und es klingt immer so platt, wenn man sagt, eine Ära prägen. Aber ich möchte da schon einen gewissen Stempel mitbringen. Viele Projekte sind einfach langfristig auch angelegt. Und die möchte ich angehen, möchte Markgröningen weiterhin lebenswert machen, vielleicht auch lebenswerter noch machen. Für alle Menschen von jung bis alt, egal welcher Herkunft, das ist meine Aufgabe.
wie kann man solche Aufgaben erreichen, indem man sich Ziele setzt. Und durch ein paar Ziele möchte ich in der Kürze der Zeit mit Ihnen kurz durchgehen. Zum einen, sage ich, ist der Bereich Bildung und Betreuung natürlich ein ganz wichtiger. Also Sie sehen, dass hier beispielsweise in der Grundschule, in der anderen Grundschule saniert werden muss oder neu gebaut werden muss. Es fehlt an Kindergartenplätzen. Auch da sehen Sie, da wird ordentlich gebaut werden, egal ob jetzt in Unterrixingen oder auch in Markgröningen. Und es sind ja genau die Bereiche, wo ich mich zu Hause fühle. Ich habe so wahnsinnige Lust auf Bauen, egal ob privat oder jetzt auch in Oberrixingen und künftig gerne auch für Markgröningen. Und da möchte ich einfach meine Erfahrungen einbringen. Und ist auch einer der Gründe, wo man hier echt was bewegen kann in den nächsten Jahren. Wie kann man bauen in Zeiten knapper Kassen? Also Sie wissen selber, die finanzielle Situation in Markgröningen, die ist angespannt. Und da gilt es einfach im Klein-Klein zu gucken, wo man Geld auch einsparen kann. Und mein Ansatz ist, dass man vor allem im Bereich, wo es Investitionen anzugehen geht, dass man dort Zuschüsse generieren, wie es mehr nicht geht. Also Zuschüsse zu generieren ist auch jetzt in Oberrixingen schon mein tägliches Geschäft. Und das gilt es jetzt auch für Markgröningen zu generieren. Ich denke auch, dass man in vielen Projekten auch einfach die Kontakte zur Wirtschaft und zu Privatpersonen finden muss. Ich denke, da wird es auch eine Bereitschaft geben zu Kooperationen und auch eine gewisse Spendenbereitschaft. Und also die Gespräche bin ich auch sehr gerne bereit für Sie zu führen. Kommen wir zum Thema Digitalisierung. Natürlich ein ganz wichtiges Thema. Zum einen gilt es, mehr Dienstleistungen auch online anzubieten, sehe ich für die Stadt Markgröningen ein Potenzial. Und zum anderen sage ich, müssen wir auch mehr soziale Medien nutzen. Natürlich ist es so, Markgröninger Nachrichten und auch die Homepage sind bewährte Medien, die sollen auch so bleiben, da wird auch nicht dran gerüttelt. Aber wenn ich noch eine andere Nutzergruppe erreichen will, mal unabhängig vom Alter, sind es Medien wie Facebook oder Instagram, die man da einfach nutzen kann, wo man die Leute auch einfach in Echtzeit erreicht. Und das möchte ich auch künftig für die Stadt Markgröningen haben. Beim Thema Digitalisierung ist natürlich auch ein ganz zentrales Thema der Breitbandausbau. Wenn Sie durch Unterrixingen durchgehen, da sehen Sie, da wird ordentlich gearbeitet, da wird Breitband gelegt. Aber natürlich endet das nicht in Unterrixingen, das sehe ich für Markgröningen, das sehe ich auch für den Hart- und Schönbühlhof im Gesamten das jetzt zu nehmen und das sehe ich auch für Thalhausen. Also Ansatzpunkt ist natürlich, die Telekom dazu bewegen, das im Eigenausbau zu machen, aber überall, wo die Telekom das nicht macht, weil einfach das nicht wirtschaftlich erscheint, da ist dann die Stadt Markgröningen gefragt. Da gibt es Stichworte Schweiß- und Graue-Fleckenförderung, das heißt, da gibt es Aufgriffsschwellen mit 30 und 100 Mbit. Wenn man drunter liegt, kommt man irgendwann in den Genuss von Fördergeldern und die müssen wir einfach beantragen. Da beteiligt sich der Bund mit 50 und das Land mit 40%. Ja, und 10% müssen wir leider selber aufbringen, aber das sind Beträge, die ein Stück weit schmerzlich sind. Aber wenn wir sie jetzt nicht in die Hand nehmen, dann ist der digitale Zug abgefahren. Von dem her gilt es, einen flächendeckenden Breitbandausbau hier in Markgröningen und seinen Ortsteilen hinzubekommen. Kommen wir zum Thema Verkehr. Also Verkehr ist Markgröningen unter Rixingen leidgeplagt. Wenn man die Durchgangsstraßen sieht, vor allem zur Rush-Hour, sind viele Leidtragende hier. Da gibt es mehrere Ansatzpunkte natürlich. Ein wesentlicher Ansatzpunkt, und das werden Sie vermutlich von allen Kandidaten heute hören, ist das Thema Reaktivierung der Stadtbahn. Jetzt kann man sagen, jetzt erinnere ich mich an meine Realschulzeit zurück. Da hat man vor 20 Jahren schon drüber gesprochen. Aber ich sage Ihnen, ich bin guter Dinge, dass wir das jetzt auch von Markgröningen hinkriegen, da endlich nach Ludwigsburg zu kommen. Da gilt es halt, die entsprechenden Gespräche zu führen. Die kommunalen Partner sind sich größtenteils einig. Jetzt geht es halt noch darum, Ludwigsburg endlich mal zu einer Entscheidung zu bringen. Und diese Gespräche bin ich gerne bereit zu führen. Nageln Sie mich nicht mit einer Jahreszahl fest. Lieber dieses Jahr wie 2028, was so im Raum schwebt. Aber ich denke, in der ersten Amtszeit muss es möglich sein, dass man von Markgröningen auch wieder nach Ludwigsburg kommt. Thema Wirtschaftsförderung. Also für mich eine stetige Aufgabe, wo ich sage, das ist eine Aufgabe, die man von Rathausseite leben muss. Natürlich gibt es auch ganz tolle Kooperationspartner. Also Markgröningen aktiv, der Name sagt es, die sind auch wirklich aktiv, die haben tolle Ideen. Und ich denke, da kann man einfach ganz tolle Sachen auch für die Zukunft miteinander auf die Beine stellen. Also Wirtschaftsförderung lebt davon, dass man es als Stadt lebt, dass man es als Verein leben kann und dass natürlich auch die Wirtschaft es mitlebt. Also mir schwebt vor, dass man einmal im Jahr irgendeine Plattform schafft, wo man die Gewerbetreibenden zusammenbringt. Zum einen kann man da Kooperationen als Stadt mit den Unternehmen eingehen und man schafft auch eine Möglichkeit, dass die Unternehmen sich ineinander kooperieren und verzahnen können. Und es ist ganz wichtig, da einfach eine Plattform zu schaffen. Ich denke, oftmals weiß man gar nicht, wie viel Wirtschaftskraft in so einer Stadt schlummert. Und deswegen gilt es, diese Potenziale ans Tageslicht zu holen. Thema Wirtschaftsförderung ist natürlich auch ein Thema der Innenstadtbelebung. Auch da gilt es, vernünftige Ideen zu finden. Die Innenstadt lebt davon, von einem breiten Angebot. Und da müssen wir einfach alle miteinander dran arbeiten, dass das Angebot vielfältig ist, dass die Einwohnerinnen und Einwohner das aber auch nutzen und zu schätzen wissen. Und da müssen wir uns einfach stetig drum kümmern. Kommen wir zum Thema Ehrenamt. Also ich bin in meinem Leben schon in sehr, sehr vielen Ehrenämtern tätig gewesen und deswegen hat das Ehrenamt bei mir einen hohen Stellenwert. Ehrenamt gehört auch geschätzt und ein wichtiges Thema ist natürlich auch, wenn man das unter den Begriff Ehrenamt fassen darf, ist unser Schäferlauf.
Also die letzten zwei Jahre, Sie wissen es alle, hat der Pandemie nicht stattgefunden, pandemiebedingt nicht stattgefunden. Und aus meiner Sicht muss 2022 der Schäferlauf wieder stattfinden. Jetzt müssen wir uns vielleicht ein Stück weit von der Idee trennen, dass es der Schäferlauf ist, wie er es bisher immer war. Da wird es bestimmt irgendwelche Einschränkungen geben. Und da gilt es halt darum, jetzt in die Planung vollends einzusteigen, die voranzutreiben, dass man aus der Schublade das passende Konzept rausholen kann, das eben im August pandemiebedingt gelten wird. Und unter den Bedingungen müssen wir das machen. Aber wenn wir das nochmal ein Jahr ausfallen lassen, es wird immer schwieriger, dann auch die ganzen Akteure wieder herzuholen. Also lassen Sie uns den Schäferlauf 2022 auch wieder durchführen. Interkommunale Zusammenarbeit ist mir ein ganz wichtiges Thema. Wir haben hier Partner ringsherum, mit denen es gilt, regelmäßig Gespräche zu führen, weil es ganz wichtig ist. Wir haben gemeinsame Projekte vor der Brust. Ein Thema ist die Reaktivierung der Stadtbahn, gerade eben schon angesprochen. Für mich ist ein weiteres wichtiges Thema das interkommunale Gewerbegebiet, was auf Schwieberdinger Gemarkung geplant ist. Auch da, egal wer auch immer der Akteur ist, würde ich Marc Gröning empfehlen, an diesem interkommunalen Gewerbegebiet tatsächlich auch zu partizipieren. Das Gewerbegebiet wird aller Voraussicht kommen und so muss Marc Gröningen da auch ein Stück weit Nutznießer sein und nicht nur die Kommune, die die verkehrliche Belastung abbekommt. Auch da gilt es natürlich, die entsprechenden Gespräche zu führen. Und wenn wir an unser Hallenbad denken, auch da wird es natürlich irgendwann ein Thema sein, kann man es doch lange aufrechterhalten, kann man es mal general sanieren oder muss man vielleicht den Schritt gehen, dass man sich ein Hallenbad, wenn man an ein neues denkt, vielleicht auch nicht alleine leisten kann. Da stehen kommunale Partner bereit und mit denen gilt es, die Gespräche zu führen. Kommen wir zum Thema Klimawandel, zum Thema Nachhaltigkeit. Also da gibt es viele Ideen und eine der wichtigen Themen ist einfach, dass man das als Stadt aktiv vorleben muss. Also mir geht es jetzt als Beispiel darum, aktiv zu gucken, welche Dachflächen haben wir denn, wo kann man PV-Anlagen aufs Dach machen, wie kann man das Fernwärmenetz hier ausbauen. Und wenn Sie mich fragen nach einer Vision, zumindest mittel- bis langfristig, möchte ich für Marc Gröningen am liebsten eigene Stadtwerke haben. Also ich sehe das in Oberrixingen, was für ein tolles Konstrukt das ist. Ich finde, die Arbeit ist sehr, sehr wertvoll und sie ist vor allem sehr, sehr werthaltig, weil wir Herr unserer eigenen Infrastruktur dann sind. Und deswegen, das ist ein Weg bis dahin, aber ich sehe für Marc Gröningen das Ziel Stadtwerke Marc Gröningen. Ein bisschen kurzfristigeres Ziel wäre für mich der sofortige Beitritt bei der Ludwigsburger Energieagentur. Ludwigsburger Energieagentur, die als Dach fungiert, die einfach Dienstleistungen für die Kommunen anbietet, aber auch Dienstleistungen für die Bürgerschaft anbietet, wo es einfach darum geht, Informationen bereitzustellen, wie kann man Förderungen beantragen, wie kann man das baulich umsetzen. Also für mich ein ganz wichtiger Schritt, den man auch sehr, sehr kurzfristig gehen kann, würde ich mich dafür einsetzen. Kommen wir zum Thema Stadtentwicklung und Wohnen. Also ein ganz wichtiger Ansatz ist natürlich Wohnraummangel, der ist einfach da. Der ist für junge Familien da, der ist aber auch für Menschen da, die sich jetzt mal im mittleren Lebensalter befinden und der ist auch für Seniorinnen und Senioren da. Und da gilt es einfach darum, sage ich jetzt mal, zumindest die Mentalität zu leben, dass man sagt, hey, wir sind nicht die Verhinderer, sondern wir sind diejenigen, die Lösungen finden, um auch, sage ich mal, brachliegende Flächen zeitnah einer Bebauung zuzuführen. Der Bedarf ist einfach hier im Kreis da und der ist auch in Marc Gröningen da. Und es gibt nichts Ärgerlicheres wie Familien oder generell Einwohnerinnen und Einwohner, die hier leben, die aber faktisch keine Option haben, hier was zu finden und sich dann anderweitig umorientieren müssen, obwohl sie eigentlich mit Marc Gröningen und seinen Ortsteilen sehr, sehr zufrieden sind und gerne hier bleiben wollen. Ein wichtiges weiteres Anliegen ist mir das Thema der Freiflächen hier. Also mir fehlt so ein bisschen an Aufenthaltsqualität im Freien. Das können manchmal ganz einfache Maßnahmen sein, wie Sitzbänke, eine schöne Bepflanzung. Das können aber auch Sachen sein, wie zum Beispiel ein schöner Spielplatz. Auch in Zeiten knapper Kassen muss es möglich sein, hier einen Spielplatz darzustellen. Vielleicht für Kinder, die 8 Jahre, 9 Jahre und älter sind, einfach wo man sich mal mit Klettern und Ähnlichem austoben kann. Das fehlt mir hier so ein Stück weit. In Oberrixingen haben wir viele Spielplätze neu gebaut und ich würde mir echt wünschen, das in Marc Gröningen auch an irgendeiner Stelle mal umsetzen zu dürfen, wäre ich sehr dafür zu begeistern. Ja, dann müsste ich jetzt so langsam mal wahrscheinlich das Signal haben, dass meine Zeit bald um ist. Ich würde noch eine Minute. Ich würde die Zeit noch ganz gerne nutzen wollen für ein letztes. Also natürlich, die 15 Minuten können immer nur ein Abriss sein von dem, was man sich hier so für die Stadt Marc Gröningen vorstellt. Jetzt habe ich Ihnen ein bisschen mitgegeben, wie so mein beruflicher Werdegang war, warum ich so wahnsinnig Lust habe auf dieses Amt. Und das ist einfach das Angebot, was ich Ihnen anbieten möchte. Sie können sich das vorstellen wie ein Kaufladen. Der ist gefüllt mit ganz viel Expertise, mit Ideen, mit allem, was dazugehört. Und jetzt liegt es einfach an Ihnen, sich diesem auch zu bedienen. Wie kann man das machen? Indem Sie am 22.02. von Ihrem Wahlrecht Gebrauch machen und mir Ihre Stimme schenken. Vielen Dank. Herr Hübner, 23 Sekunden hätten Sie noch Zeit gehabt. Dann hätte ich noch so einen kurzen Witz vielleicht auspacken können oder irgendwas. Gut. So, der Herr
Nächste ist der Herr Ulrich Reisch, der jetzt gleich kommt. Ach, kommt von rechts. So, Herr Reisch, kommen Sie bitte hier ins Rednerpult. So, wenn Sie soweit sind, dann starten wir mit der Zeit. Ja, ich hoffe. Okay, also, es geht los. Frag nicht, was dein Land für dich tun kann. Frag, was du für dein Land tun kannst. Ask not, what your country can do for you. Ask, what you can do for your country, for freedom of men. Wer es in voller Länge mal wieder sehen will, 20. Januar 1961, die Amtsantrittsrede von John F. Kennedy auf meiner Facebook-Seite, habe ich es eingestellt. Ab Minute 14 kommen diese berühmten Sätze. Und sie richten sich nicht nur an hier, an uns deutsche Bürgerinnen und Bürger, sondern natürlich auch, und deswegen habe ich sie auf Englisch zitiert, natürlich auch auf die Menschen, die hier ihre neue Heimat finden wollen. Und es bringt genau das zum Ausdruck, was uns nicht nur hier in Deutschland, nicht nur in Mahlgröningen, sondern auch in Europa Frieden, Wohlstand und eben Freiheit sichert. Es geht im letzten, auch schon John F. Kennedy 1961, um die Freiheit des Menschen, for freedom of men. Hören Sie sich's an, der Nachsatz wird meistens weggelassen. Aber man muss es heute wieder ganz stark betonen, weil wir ja seit jetzt bald 2 Jahren da mit einem Virus namens SARS-CoV-2 zu tun haben, das uns genau diese Freiheit genommen hat, wird niemand bestreiten von Ihnen. Allein die Tatsache, dass Sie hier nicht frei atmen können, ist der unwiderlegbare Beweis. Wenn es nach mir ginge, nicht wegen meinem ärztlichen Attest, Sie dürften sofort absetzen. Aber jetzt sind nun die Regeln so. Aber meine Meinung, meine Einstellung und den Kronzeugen John F. Kennedy dafür, das haben Sie jetzt gehört und das wird sich durch meine Rede weiterziehen. Weil nur diese Haltung, diese Einstellung für die Freiheit von uns Menschen wird uns hier, ich sage es nochmal, Frieden, Wohlstand und Freiheit, das sind die 3 Versprechen der Europäischen Union, sichern können. Jetzt gibt es hier Leute im Raum, die mich schon sehr lange begleiten. Heute Morgen war ich beim Herrn Körner und dann habe ich erfahren, ja, bei der Ludwigsburger Kreiszeitung soll es am Montag so ein Date geben. Das muss ich von Ihrem Bürgermeister erfahren, nicht vom Herzschneider, der hier sitzt. Bilden Sie sich Ihre eigene Meinung, wenn Sie den Bericht der Ludwigsburger Kreiszeitung von diesem Abend lesen. Ich erlaube mir dazu noch ein Zitat
von keinem Geringeren als Mahatma Gandhi. Und Herr Schneider, hören Sie gut zu und geben Sie es Ihren Lesern weiter. Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. Wir leben in außergewöhnlichen Zeiten, ich habe es ja angedeutet, in Ihrem Haushaltsplan. Ich habe ihn heute Morgen da von der Stadtverwaltung bekommen. Gell, nochmal herzlichen Dank, Herr Körner, Herr Schmelzer, Herr Blessing. Da steht es so in ein paar ganz dürren Worten drin, die Transformation der Automobilindustrie und der Energiewirtschaft und der Klimawandel. Die drei Dinge, die machen uns das Leben schwer. Ich sage es Ihnen auf Deutsch. Das Kaputtmachen des Verbrennungsmotors, ja, wirklich deutsche Spitzentechnologie. Davon leben wir hier im Großraum Stuttgart. Ein Daimler, Porsche und so weiter, ohne Verbrennungsmotor. Das können die in der ganzen weiten Welt nicht. Das macht man uns kaputt. Das soll da Transformation der Automobilindustrie heißen. Und Elektroauto, wo kommen denn die Rohstoffe für die Batterien her und unter welchen Bedingungen werden die produziert? Die Fragen kriegen Sie nirgends beantwortet. Und Energiewende, Sie wissen es ja, Gas, Kohle, Atomkraftwerke schaltet man ab. Und mit Sonne und Wind will man es kompensieren. Aber verstehen Sie, auf der anderen Seite will man hier auch eine Digitalisierungsstrategie fahren. Wo soll denn der Strom dafür herkommen? Haben Sie sich das mal überlegt? Wenn die Sonne halt nicht scheint und der Wind nicht weht? Gravierende Fragen. Das bildet sich in diesen dürren Worten nicht ab und der Klimaschutz nur obendrauf. Es ist klar, also für mich als Christ heißt es Bewahrung der Schöpfung. Wer an dem Ast sägt, auf dem er sitzen will, der ist schlichtweg dumm, um es mit Dietrich Bonhoeffer zu sagen. Dumm. Aber das Klima hat sich im Lauf der Zeit, wie es diese Erde hier gibt, und gell, es gibt keine Erde 2.0, wo man mal geschwind ausweichen könnte. Und auch keine Technologie, wie man da hinkommen könnte. Den Klimawandel hat es schon immer gegeben. Und Menschen, so wie wir sie kennen, seit 40.000 Jahren, gell, jetzt komme ich auf mein Lieblingsthema, da Evergreen, sagt der Herr Schneider immer dazu, die Musik. Seit den Flötenfunden, sind so flötenartige Instrumente gewesen, die man da auf der Schwäbischen Alb gefunden hat, wissen wir, dass Menschen wirklich, solange wir von Menschen unserer Spezies wissen, Musik gemacht haben. Kein nice to have, offensichtlich ein must have. Ja. Also, Sie merken, ich reflektiere das kritisch, was da in so dürren Worten, in so einem Haushaltsplan da drin steht. Also, Herr Schneider, bleiben Sie bei den Fakten, bei den Tatsachen und Ihre Glossen, die sparen Sie sich von wann anders auf. Und hier müssen Sie es halt anhören, da und was Sie bei der Lutherreiszeitung dann machen, da, das ist Ihr Bier. Hier hören es die Leute. Und ich denke, es fällt so langsam vielleicht doch mal auf fruchtbaren Boden. Aber, gell, Erwin Teufel, aber es war übrigens immer Kurt Schumacher, es war eigentlich Ferdinand Lassalle, der gesagt hat, Politik beginnt mit dem Betrachten der Wirklichkeit. Die Wirklichkeit steht in diesem über 400 Seiten Werk. Und es ist auch das, worüber der Gemeinderat als Entscheidungsorgan dazu beschließen hat, und im Wesentlichen eigentlich nur, in welcher Reihenfolge man den ganzen Berg von Aufgaben, der da ansteht, was Frau Tannheimer mal genannt in den Haushaltsreden, wie man den bewältigen will. Und es ist ambitioniert,
Da ist ein Investitionsprogramm von 11 Millionen Euro enthalten, allein für 2022. Das beansprucht diesen Haushalt gewaltig. Also, bloß, dass Sie mal eine Vorstellung haben, da einwohnermäßig läuft Markgröningen ja so auf roundabout 15.000 Einwohner zu. Und der Haushalt hat jetzt ein Volumen von 42, 43 Millionen. Und da ist 11 Millionen schon eine Nummer. Also ein Privatmann kann das nicht so ohne weiteres mal geschwind aus der Portokasse bezahlen. Ja? Also das liegt ja auf der Hand. Ich sage Ihnen auch, wie da die Schwerpunkte gesetzt sind. Und meines Erachtens sind sie richtig gesetzt. Also das sind strategische Ziele formuliert. Aber ich sage jetzt mal, da die ersten vier, die über einer Million liegen. Die Kita Nonnenpfad mit 3 Millionen, da gibt es zwar Zuweisungen, aber es muss ja dann eine Interimskita gebaut werden, da die steht gleich auch wieder zu Buche mit 1,2 Millionen. Also, und das wird durch die Zuweisungen völlig aufgewogen, da das ist mehr als 3 Millionen, die da jetzt im Moment dieses Jahr von der Gemeinde geschuldet werden müssen, 3 Millionen. Auf Platz 2 die Sporthalle 1 Sanierung mit 2 Millionen, da gibt es auch Zuweisungen 0,8 Millionen. Und auf Platz 4, deswegen habe ich auch auf Englisch zitiert, gell? Asylanschlussunterbringung, auch noch über 1 Million. Und jetzt zusätzlich, ich rede jetzt gar nicht weiter von den ganzen weiteren Aufgaben, die sich da dran knüpfen, da. Das ist ja nur mit dem ehrenamtlichen, freiwilligen, ehrenamtlichen, bürgerschaftlichen Engagement zu bewältigen. Und das ist wieder das, was John F. Kennedy da anspricht. Ja, frag nicht nur, was die Stadt oder das Land oder sonst wer für dich tun kann. Du bist selber gefragt. Keine Stadtverwaltung schafft es alleine. Deswegen sagt man das immer so schön, gell? Nur gemeinsam schaffen wir das. Aber dieses Gemeinsam das, oder gar Schaffen, da, das sagt sich so leicht, welche Mühe das macht, das ist das, was ich schätze und das, was mich selber auch auszeichnet und weshalb ich mich hier auch erneut hier wieder zur Wahl stelle. Gell? Und das ist vollkommen klar, die Schwerpunkte sind richtig gesetzt, aber es ist echte Kernarbeit, die da gefragt ist. Und in die knie ich mich gerne rein. Wie gesagt, ich weiß Bescheid und ich stelle mich dieser verantwortungsvollen Aufgabe und diesem verantwortungsvollen Amt des Bürgermeisters. Ja, warum Bürgermeister von Markgröningen? Sie haben mit mir jemand von außen, gell, man sagt immer, unabhängiger Blick, auch nicht irgendwie verquickt in so Abhängigkeiten. Mit dem frischen Wind, Sie wissen, ich bin dreifach qualifizierter Pädagoge, da sind genau die Kernaufgaben, die hier anstehen. Gell? Also Schulentwicklungsplanung zum Beispiel kommt ja auch noch dazu, Ganztagesbetreuung, das endet ja nicht bei den Kitas. Das geht ja weiter. Ja, das ist genau meine Fachkompetenz. Ich habe auch ein erstes Staatsexamen für Politikwissenschaft. Und ganz nebenbei, da wäre schön, wenn er noch da säße, der Professor Dr. Heinz Griesinger. In seine Seminare bin ich jahrelang gepilgert und er hat uns dann auch immer mit zum Busch in die Personalentwicklung mitgenommen. Und wir haben uns hier bei der einen oder anderen Veranstaltung auch bei der CDU gesehen. Die Villa, so Gott will, können Sie ja da, komme ich nochmal drauf, gell, den ersten Musikkindergarten in Baden-Württemberg geben. Ja, Sie hören richtig, ich habe es auf den Seiten vom Kultusministerium nochmal nachgeguckt, es gibt alle möglichen Kindergärten, aber einen Musikkindergarten in Baden-Württemberg gibt es immer noch nicht. Das Modell ist in Berlin eine sehr gut illustrierte Homepage, der Ableger in Hamburg. Übrigens Landeshauptstadt Düsseldorf hat deren mittlerweile 6, aber nach einem anderen Konzept. Und die Frage nach dem Fachpersonal beantworte ich Ihnen ganz einfach. Dr. Leichtle auf der Schwäbischen Alb in Münzingen, da bildet die Fachkräfte aus. Die freuen sich, wenn sie anfangen dürfen. Also es ist kein Problem, die Menschen herzukriegen, ich habe die Verbindungen.
Also wie gesagt, frischer Wind, unabhängiger Blick von außen als Erziehungswissenschaftler, Politikwissenschaftler. Sie wissen, wenn wir mal... Noch eine Minute. Ja, danke. Wenn wir mal so viele Bürgermeisterkandidaturen, das ist gell, ganz offen, Nummer 59, Herr Schneider, gell, für die Statistik. Ja, ich habe aber alle 34 Gemeinden und Städte unter 20.000 hier mit meinen Bürgermeisterkandidaturen, aber auch darüber hinaus beehrt und kennt die Amtsinhaberinnen und Amtsinhaber alle hier, insbesondere in der Nachbarschaft, gell, Hemminger, der Herr Schäfer, der Loxmann in Schwieberdingen drüben, ja, also auch Frau Schwader in Möglingen. Können Sie sofort miteinander anfangen, die kennen mich gut, ja. Also es geht ja um die Frage, ob Sie mir das wirklich zutrauen, und ich sage Ihnen, ja, es geht um, so steht es in dem Haushaltsplan drin, um nachhaltige und generationengerechte Gemeindeentwicklung. Dafür stehe ich, dafür zeige ich Flagge und dafür möchte ich die entsprechenden Zeit stellen. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und ich freue mich auf Ihre Fragen. Herr Reisch, genau einhalten, die 15 Minuten. Auf der Punkt, ja. So, jetzt kommen alle Kandidaten wieder zurück. Herr Reisch, Sie können gleich bleiben hier an Ihrem Tisch. Dann kommen die anderen vier dazu. Dann sage ich nachher noch einmal die Modalitäten für die Fragerunde. Und dann holen wir unser Loskästle auf den Tisch. Ja, kommen Sie zu Ihrem Tisch. So, kommen Sie bitte hoch. Ich hoffe, Sie haben sich gut unterhalten. Ah, sehr schön. So, jetzt steigen wir in die Fragerunde ein. Ich sage noch mal kurz die ganzen Modalitäten. Wir machen das so, dass immer zwei Personen und nicht mehr ans Mikrofon gehen. Da ist ein Abstand, das ist ja gekennzeichnet. Das Mikrofon steht da hinten. Nennen Sie bitte, bevor Sie Ihre Frage stellen, Ihren Namen und Sie haben die Möglichkeit, maximal zwei Fragen zu stellen. Aber bitte nur Fragen, keine Meinungen, keine Statements, keine sonstigen Äußerungen. Sie können die Fragen an einen einzelnen Bewerber stellen oder Sie können auch sagen, ich möchte es an alle oder an zwei oder drei, die Sie dann nennen. Und dann bleiben Sie bitte am Mikrofon stehen, bis die Frage beantwortet ist und dann setzen Sie sich bitte wieder und der Nächste kommt. So, und wir machen das so, wenn Fragen an alle Kandidaten gestellt werden, dass wir beim ersten Mal auf der linken Seite beim Herrn Zwicker beginnen und dann durchmachen und beim nächsten Mal, wenn dann alle Kandidaten gefragt wird, fangen wir beim Herrn Reisch an und so mischen wir durch, dass alle gleichmäßig mal als erster, mal als letzter drankommen. So, und dann haben wir ja noch im Vorfeld, das habe ich auch schon gesagt vorhin, Fragen aus dem Publikum, Fragen, die wir online im Vorfeld bei uns einreichen können. Da zieht dann die Frau Glasbrenner zwischendurch. Jetzt, das werden wir dann je nachdem, wenn mal eine kurze Pause ist oder wenn viele Fragen hier aus dem Publikum gestellt werden, am Ende werden wir so, je nachdem wie viel Zeit wir haben, dann Fragen auswählen und werden die Fragen nennen. Da steht dann auch immer drauf, an wen die Frage gerichtet ist. So, das Ganze ab jetzt dann, wenn es losgeht, maximal eine Stunde. Und dann bitte ich die ersten beiden, die etwas fragen möchten, ans Mikrofon. Steffen Keim, guten Abend. Ich hätte eine Frage an den Herrn Hübner. Die anderen Bewerber haben da ein bisschen mehr dazu gesagt. Ich würde gerne wissen, wie sehen Sie momentan die Mark-Gröninger Schullandschaft aufgestellt und wo sehen Sie
in den nächsten Jahren da den größten Investitionsbedarf oder mal nicht so finanziell gesprochen den größten Aktionsbedarf? Danke. Ja, also danke für die Fragestellung. Ja, in 15 Minuten kann man viel sagen und auch manche Sachen nicht. Aber natürlich, also in der Schullandschaft ist es natürlich so in Markgröningen, dass man zum einen an die Landorn-Grundschule rangehen muss. Also das ist Ihnen bestimmt alle bekannt, man hat es oft genug in der Presse gesehen. Und da wird halt die spannende Frage sein, kann man es im Bestand sanieren oder muss man an anderer Stelle neu bauen, kann man an gleicher Stelle neu bauen. Also da, zumindest wenn ich den Haushaltsplan studiere, sind da ordentliche Mittel bereitgestellt. Das wird natürlich ein Riesenthema sein. Nächstes Thema ist, dass man natürlich bei der Ludwig-Heidt-Schule, sage ich jetzt mal Ganztagesschule andenken, dass dort in der Riems-Kindergarten geplant ist. Also das ist, sage ich mal, ein großes Konglomerat an Flächen, die man dort hat, wo es auch nochmal gilt für mich, genau drauf zu schauen. Also was kann man da vielleicht auch im Bestand noch unterbringen? Kann man vielleicht nochmal über Containerstandorte diskutieren? Also das sind für mich schon ganz zentrale Themen. Und da wird zum einen viel investiert werden müssen an Zeit, an Ideen, dass man da auch wirklich ein Konzept hat fürs Gesamte. Und zum anderen wird man da auch hohe finanzielle Mittel bereitstellen müssen. Also das sind die Themen, die in der Schullandschaft, denke ich, unmittelbar bevorstehen und auch Stadt Markgröningen ein paar Tage begleiten werden. Vielen Dank. So, nächste Frage. Kurt Hahnfeil, ich habe eine Frage an den Herrn Hübner. Die Frage ist, wie wollen Sie die Logistikverkehre aus dem Gewerbegebiet Eichwald eindämmen, die über Unterrixing und auch durch Markgröning nach Zuffenhausen unterwegs sind und unter denen die Markgröninger leiden und die Unterrixinger? Und zweite Frage, als potenzieller Rathauschef, würden Sie die Position von Markgröningen auch gegenüber dem Zweckverband Eichwald vertreten? Ja, also vielen Dank für die Frage. Um die Frage bin ich tatsächlich auch ganz dankbar, weil ich vermehrt auch darauf angesprochen worden bin, wenn man vielleicht zu dem zweiten Punkt, wenn ich zur Erststellung nehmen darf. Also es ist ja so, ich denke, die meisten von Ihnen wissen das, also der Zweckverband Eichwald, der auch maßgeblich für die Verkehrsbelastung hier verantwortlich ist, ist ja Oberrixingen, wo ich jetzt gerade beschäftigt bin, auch daran beteiligt. Da habe ich mir jetzt schon nachsagen lassen müssen, wie ich da so den Wechsel hinbekomme, auch gedanklicher Natur. Also ich habe diesen Wechsel jetzt schon vollzogen. Also dass man zum einen sagt, ha, an dem Gewerbegebiet partizipiert unter anderem die Stadt Oberrixingen, das ist das eine. Aber ich sehe natürlich, dass die Verkehrsbelastung in Unterrixingen und Markgröningen enorm ist. Und wenn man die Ströme nachverfolgt, kommt man relativ schnell auf den Eichwald. Und aus dem Eichwald wird in absehbarer Zeit auch noch mehr Verkehr kommen. Und jetzt auf Ihre erste Frage, also Nummer eins. Natürlich gibt es ein LKW-Durchfahrtsverbot. Das ist die Frage, wie kontrolliert man das bisher? Also da gilt es halt vermehrt Kontrollen entsprechend auch einzurichten, dass man den Verkehr ein Stück weit eindämmen kann. Also für mich ist immer die Frage, Unterrixingen ist so unattraktiv eigentlich zum Durchfahren, also an der Engstelle für LKWs schon zweimal und trotzdem wird es immer genutzt. Also da muss man auch, sag mal, ja, ein bisschen an den Verstand der Fahrer appellieren, aber das hilft ja nichts. Ich meine, ein Thema, was natürlich immer mitschwelt, ist das Thema Ostumfahrung. Und das ist ein Thema, da tue ich mich wirklich sehr, sehr schwer, gebe ich auch ehrlich zu. Für mich persönlich fragen Sie mich, wenn Sie mich nach meinem Bauchgefühl fragen, würde ich sagen, die Ostumfahrung macht vor allem für Unterrixingen keinen Sinn, führt aus meiner Sicht noch zu einer größeren Verkehrsbelastung. Aus meiner Sicht muss der Weg sein, dass man die B10 entsprechend ausbaut. Auch da wird der Logistikverkehr natürlich drüber ablaufen. Der soll schön an Markgröningen und Unterrixingen drumherum fahren und das wäre mein Ansatzpunkt dazu. So, wer möchte als nächstes eine Frage stellen oder zwei? Müssen Sie noch überlegen, dann ziehen wir mal, Frau Glasbrenner, eine, die im Vorfeld eingereicht wurde. So, die Frage, die kommt von Karin Felder und sie schreibt, sie hat eine Frage für heute an Herrn Dr. Rüttgermann und zwar, das sind... Würden Sie einen runden Tisch für den Sport unterstützen? Und das Zweite, wie wollen Sie das Ehrenamt wertschätzen? Herr Dr. Rüttgermann. Man versteht mich? Ja. Ich glaube schon. Schönen guten Abend nochmal an alle zusammen hier im Saal. Vielen Dank für die Frage, Frau Felder. Würde ich einen runden Tisch für den Sport unterstützen? Selbstverständlich, ja.
Also jeder weiß, wie viel und wie viel vielseitigen Sport ich betreibe. Das ist mal die persönliche Intention. Das Zweite ist, der Sport ist in Markgröningen ganz wertvoll. Wir haben 2.000, 6.000 Mitglieder, die hier aktiv sind, je nachdem, welchen Verein und wie man jetzt rechnet. Und aus meinem Beruf, aus meinem Job bin ich es gewohnt, regelmäßige Treffen zu haben. Regelmäßige Treffen mit teils unterschiedlicher Besetzung. Und die gibt es immer wieder. Das gilt nicht nur für den Sport, das gilt im Grunde genommen für alle Vereine. Die Regelmäßigkeit dabei, die hilft, früh die Erwartungen abzuklären und Probleme auf den Tisch zu legen. Ja, ich würde einen runden Tisch unterstützen. Die zweite Frage, wie wollen Sie das Ehrenamt wertschätzen? Die Wertschätzung des Ehrenamtes, ich glaube, da ist ein Punkt, der steht unzweifelsfrei fest, das ist die Gestaltung eines Ehrenamtsfestes, wie es auch in Möglingen gibt, dass wir so etwas hier initiieren, das ist unglaublich wichtig. Und das ist ein Teil der Wertschätzung, die wir zurückgeben müssen, die wir, alle Bürgerinnen und Bürger, denjenigen, den meisten, die uns ehrenamtlich hier helfen, zurückgeben müssen. Dankeschön. So, wer möchte bitte ins Mikrofon? Jetzt sehen wir noch mal eine. Herr Glasbrenner, wir haben genügend Fragen da. So, dann kommen zwei Fragen. Die kommen von Dieter Miegel. Die Frage 1 an die Herren Röttgermann und Zwicker. Innerorts in Markgröningen wird weiterhin gebaut und verdichtet. Es entstanden viele neue Wohnungen. Beispielsweise beim Neuen Rossmann, beim Alten Rossmann in der Sudetenstraße, in der Grabenstraße und im Bereich Esso-Tankstelle. Ein neues Baugebiet im Raum der alten Ziegelei ist in Planung. Der Anlegerverkehr wird also massiv zunehmen. Wie wollen Sie dem begegnen, wenn noch mehr verdichtet wird? Bitte bei der Beantwortung eine mögliche Bahn aussparen. Herr Dr. Röttgermann und dann Herr Zwicker. Ja, vielen Dank für die Frage. Das Bauen mit Verdichtung, das ist ja genau der erste Punkt in meiner Rede gewesen. Ja? Also wir brauchen natürlich Wohnraum und wir brauchen auch günstigen Wohnraum, aber in der Form, wie das teilweise hier passiert, ist es einfach zu intensiv und zu dicht. Und wie begegnen wir dem? Wir begegnen dem, der gute Weg ist natürlich, indem die Stadt Flächen aufkauft, indem die Stadt sich Vorverkaufsrecht sichert und durch einen Bebauungsplan klar regelt, wie so ein Gebiet aussehen soll. Also ein Beispiel, falls Hart A erweitert würde, dann dürfen wir dort nicht nur sagen, Wohnhaus, Wohnhaus, Wohnhaus etc., dann möchte ich dort eine kleine Landschaft sehen, die gut angebunden ist. Und der Verkehr muss auch entsprechend gegebenenfalls erweitert werden. Fußwege anders gestalten, was dazugehört. Es gibt wirklich zig Beispiele in Ludwigsburg, in der näheren Umgebung, die so toll sind. Da geht was. Danke. So, jetzt Herr Zwicker, bitte. Ja, auch von mir. Wie begegne ich dem, auch in meiner Rede habe ich schon gesagt, Kat, dass wir das mit diesen neuen Gedanken geben müssen, Wohnbaugenossenschaften, auch Verknüpfung mit Alt und Jung. Dadurch kann ich einfach auch Autos einsparen oder PKWs, weil nicht jeder mehr das Auto benötigt. Man kann das mit Carsharing machen. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Die Verdichtung ist tatsächlich in den letzten Jahren einfach auf dem Zwang. Man braucht Wohnraum extrem, wie soll man es ausdrücken, ist nachgegangen worden. Da haben wir einfach immer mit diesem Druck, wir brauchen Wohnraum, 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 haben wir einfach manchmal nicht gesagt, stopp, hier ist die Grenze. Das, was ich ja in der Rede gesagt habe, dass wir eigentlich einmal von den Wohnbaugesellschaften immer getriezt werden, weil die immer sagen, ja, wenn er das nicht macht, dann ist das nicht wirtschaftlich für uns, das ist der falsche Weg. Wir müssen wieder die Hand an das Ganze bekommen und sagen, wir sagen, wie es hier aussehen muss. Und der Verkehr, eigentlich muss doch unser ganzes Ziel sein, also sagen, wir müssen doch den Verkehr insgesamt einfach reduzieren, und zwar den PKW-Verkehr. Wir müssen einfach versuchen, den Menschen klarzumachen, oder nicht versuchen, wir müssen der Bevölkerung klarmachen, nicht alles muss man mit dem Auto fahren, sondern auch mal fußläufig mit dem Fahrrad, dass man da einfach wegkommt von dem Fahrrad oder, Entschuldigung, von dem Auto. Gut, jetzt kommt die zweite Frage, die richtet sich an die Herren Hübner und Zwicker.
Die Bundesregierung plant die Verkehrswende. Nach ihren Prognosen soll der Anteil der Elektroautos steil ansteigen. Kommt es so, wie von der Bundesregierung prognostiziert, wird schon in Bälde in den Tiefgaragen geladen werden müssen. Anders wird es nicht gehen. Öffentliche Ladesäulen lösen das Problem nicht. Das gibt aber das Stromnetz in Markgröningen nicht her. Wie genau und wann wollen Sie dem Problem begegnen? Herr Hübner vielleicht jetzt. Und dann Sie wieder. Also ich würde der Frage ein Stück weit widersprechen wollen, weil also öffentliche Ladestationen können natürlich schon dazu beitragen, das Thema zu entlasten. Also wenn ich an ein Mehrfamilienhaus denke, da ist es tatsächlich häufig problematisch, weil einfach die Hausanschlüsse dafür nicht ausgelegt sind, um da jetzt exemplarisch 20 Ladestationen reinzumachen. Also man kann nicht 20 Ladestationen in ein 30-Familien-Haus reinhängen, da ist tatsächlich die Infrastruktur dafür nicht gemacht. Deswegen sage ich, ist natürlich ein Weg, tatsächlich öffentliche Ladestrukturen zu machen. Und auch das ist wieder ein Gesichtspunkt, der ganz klar dafür spricht, eigene Stadtwerke zu haben. Also wenn wir selber Herr sind unserer Infrastruktur, können wir selber auch gucken, wo legen wir denn die entsprechenden Stromkabel, um das Stromnetz zu ertüchtigen, wo können wir öffentliche Ladestationen darstellen, und da wäre es mehr dran gelegen, da steht dann das Logo drauf, Stadtwerke Markgröningen, wie Stadtwerke XY. Also von daher wäre mein Ansatz schon der, dass man zum einen das Netz natürlich anguckt, wo lässt es überhaupt E-Ladestationen zu, und das nächste ist, die da zu ertüchtigen, wo es halt einfach auch Sinn macht. Und das sind insbesondere die Gebiete, wo mehr Familienhäuser sind und wo man Zentralparkmöglichkeiten anbieten kann. So, Herr Zwicker, zur gleichen Frage. Ja, das Stromnetz gehört ja nicht uns, das gehört ja in BWX, soviel ich noch weiß. Da können wir eigentlich gar nicht viel machen. Wenn die nicht bereit sind, das zu ertüchtigen, dann haben wir einfach tatsächlich ein Problem mit dem Stromnetz. Wie wir da dann weiterkommen, da müssen wir einfach dann verhandeln mit denen. Und die Öffentlichkeit oder öffentliche Ladesäulen, klar, die brauchen wir, die haben wir ja schon, da gibt es ja schon ein paar in Markgröningen, die müssen wir ausbauen. Aber eigentlich da geht es ja auch nicht hin, das was ich vorhin schon gesagt habe, wir wollen ja nicht einfach nur die Verbrenner mit Elektrofahrzeug 1:1 austauschen. Nein, der Ansatz muss sein, insgesamt einfach weniger Fahrzeuge. Und nicht, dass jeder plötzlich 3 E-Autos hat, sondern eigentlich nur 1. Und dann kommen wir auch mit dem Laden, mit dem Stromverbrauch viel besser hin. So, hat sich jemand aus dem Publikum eine Frage überlegt? Dann gehen Sie bitte ins Mikrofon. Ja, da kommt jemand. Thomas Betzel, Sie haben alle das Thema Klimawandel angesprochen, auch über Photovoltaik. Ich habe eine Frage an alle Kandidaten. Wie stehen Sie zur Windkraft? Wir haben ja eine sehr große Gemarkung und da würden sicherlich einige Windräder gut drauf passen. So, da beginnen wir mit Herrn Reisch. Und in der Reihenfolge dann durch. Hallo? Ja, man versteht mich. Ich habe es Ihnen ja gesagt, was macht man, wenn der Wind nicht weht? Also bei der Frage muss man letztendlich immer anfangen. Und wo kriegen wir dann die Energieversorgung her? Das ist, glaube ich, die Gretchenfrage. Und die können uns, glaube ich, die dafür Verantwortlichen im Bund nicht so recht überzeugend beantworten. Also vielleicht kennen Sie den Professor Quaschning, dessen Videos gucke ich schon auch, aber ich kann es nicht recht nachvollziehen, was er uns eigentlich da erklären will und wie er seine Studenten dahingehend ausbilden will. Der Anteil ist verschwindend und der Bedarf ist riesig. Also wie gesagt, ich glaube nicht als Ergänzung, selbstverständlich, aber da gibt es ja auch so einen Windatlas. Ich kenne Sie genau und werde ich aber Markgröningen nicht. Sagen vielleicht hier meine Mitbewerber, können Sie ergänzen. Ist ja so eine Art Ideensammlung übrigens. Aber verstehen Sie, wenn man jetzt an der Küste oben, Nordsee, Ostsee und so weiter wohnen würde, ist das eine ganz andere Nummer als hier. Und letztes Jahr sind 3 Atomkraftwerke abgeschalten. Neckar-Westheim ist auch dran, ja. Also das kann sich jeder ausrechnen, da was dann übrig bleibt. Der Strom muss entweder aus Polen oder aus Frankreich kommen, und zwar
teurer, als wir ihn produzieren könnten. Deswegen, wie gesagt, mir hat es noch keiner erklärt, inwieweit es wirklich eine echte Alternative sein soll mit der Windenergie hier, insbesondere in Süddeutschland. Gut, Herr Hübner, bitte. Also ich meine, so weit würde ich auch gehen, dass man mit Windkraft Markgröning nicht autark bekommen. Also ich denke, das ist klar. Aus meiner Sicht kann das natürlich eine sinnvolle Ergänzung zur Photovoltaik sein. Also an den Tagen, wo die Sonne nicht scheint, aber der Wind geht, kann das durchaus eine Ergänzung sein. Welche Flächen man dafür hergeben will und wie viele das dann sein können, das ist ein anderes Thema. Das muss man prüfen und dann muss man auch prüfen, in welchem Modell man das betreibt. Also betreibt man das als Stadt, betreibt man das als Stadtwerke oder macht man das vielleicht in einer gewissen Form mit einer Bürgerbeteiligung? Ich glaube, da gibt es verschiedene Modelle, die da in Frage kommen. Herr Reh, bitte. Das Thema globale Windkraft in Markgröning dürfte eigentlich kein großes Thema sein. Ich denke eher an kleine Einheiten mit Kleinstturbinen, die dann einzelne Häuser mitversorgen können. Da braucht man dann aber halt auch die notwendige Infrastruktur im Haus, um diesen erzeugten Strom bei Wind zwischenzuspeichern, bevor man ihn dann auch noch ins Netz einspeisen müsste, weil das wäre finanziell nicht das, was denkbar ist, weil ein großes Windrad sehe ich in Markgröning nicht, aufgrund einfach des nicht laminaren Windes hier in der Gegend. Wir haben keine großartigen Strömungen hier über die Felder, die einen effektiven Betrieb eines Windrads lukrativ machen würden. Herr Dr. Röttgermann. Windkraft. Sie haben gefragt, ob wir die unterstützen würden. Grundsätzlich unterstütze ich Windkraft. Und vielleicht kommt der Tag, wo in Richtung auf dem langen Feld, da bläst es viel, wo jemand kommt und sagt, Richtung Stammheim, da möchte er jetzt eine Windkraftanlage hinstellen. Da gibt es drei Punkte, die wir eigentlich anschauen müssen. Das erste ist mal, wer ist denn der Besitzer von der Fläche? Und das ist das Thema, wo wir natürlich die Besitzer, vermutlich Landwirte, brauchen. Ja? Also ganz wichtig, da geht es ja nicht ohne, im Miteinander. Das zweite ist, natürlich ist Windkraft zu forcieren als ein alternatives Mittel. Nebeneffekt, das steigt da jetzt schon an, auch unsere Wirtschaft profitiert ein Stück weit davon. Und der letzte Punkt, wahrscheinlich spielt das mit, die Akzeptanz in der Bevölkerung. Ja, bei uns ein Windkraftrad. Das möchte ja erstmal niemand direkt in der Nähe haben. Es ist oft so, das hat die Praxis gezeigt in manchen anderen Ländern, in Bayern fängt das jetzt an, sobald natürlich die umliegenden Gemeinden eine finanzielle Beteiligung bekommen, dreht sich ein bisschen schon das Spiel. Bin ich noch zu hören? Mein Mikro ist irgendwie aus, ja. Glaube ich. Sonst spreche ich ganz laut weiter. Irgendjemand vielen Dank. Hat sein Mikrofon also, im Betrieb. Grundsätzlich, ja. Gut. Herr Zwicker. Ja, Windkraft. Gute Alternative brauchen wir. Im Kreis Ludwigsburg gibt es genau zwei Windkrafträder, wenn ich mich richtig erinnere. Das ist in Ditzing auf dem Grüner Heider und in Klein-Ingelsheim. Ich weiß jetzt wirklich nicht. Also nicht, ich möchte, wenn man da, wo es Sinn macht, aber mal, ob jetzt Markgröningen wirklich die Fläche hat oder auch die Fläche vielleicht, man muss auch gucken, wo die Abstände sind, weil macht man es Richtung Möglingen, dann ist Neubaugebiet Rockenviertel, machen wir es Richtung Hartschönbihof, da ist der Hartschönbihof, und der Rixinger, das ist im Tal, da wird es jetzt vielleicht nicht so arg winden. Da ist, also ich sehe einfach, dass wir in Markgröningen keinen Platz haben, wo das Windrad Sinn macht, weil es auch gar nicht von der Windeinfallschneise da ist. Wenn man überlegt, Ingersheim steht weit oben und das in Sitzingen steht auch oben, da haben wir einfach nicht die Möglichkeiten. So, wer möchte eine Frage stellen? Hallo, ich bin die Alexandra Bauer und wir wollen Markgröningen attraktiv machen, wir wollen Besucher anlocken. Wo sollen die aufs Klo gehen? Ich hätte gern die Frage an alle gestellt, wie sehen Sie die Situation hier für die öffentlichen Toiletten, vor allem mal behinderten- oder barrierefrei? Gut, dann beginnen wir jetzt mit dem Dr. Röttgermann, machen in die Richtung und zum Schluss. Kommen Sie, Herr Zwicker.
Vielen Dank für die Frage. Ich bin hoffentlich zu verstehen. Neues Mikro, gut, prima. Also Besucher, Toiletten, barrierefrei. Das ist ja wunderbar, wenn wir Besucher haben, die sich unsere schöne Stadt anschauen wollen und auf dem Festplatz parken, Busse, das sind manchmal auch ältere Menschen, die sowieso schon vielleicht mit der Toilette, also öfter und so. Und wo sowieso barrierefrei auch hilft, weil manche mit dem Laufen und so. Also, wir brauchen natürlich öffentliche Toiletten, ja, an den neuralgischen Punkten. Ich sage sogar, wenn wir eine Führung haben, eine Schäferlauftour durch die Stadt an 2, 3 Stellen, da wo es gebraucht wird, genug, groß, begehbar, Punkt. Das ist schlichtweg nötig. Und es gibt extra Förderangebote für tatsächlich eben das Thema Behinderung, barrierefrei, was in die Richtung geht. Ja. Das zweite ist, nette Toilette, das kennen sicherlich auch alle, ja, eine Beteiligung der Gastronomie, der Geschäfte, nicht immer barrierefrei, aber das kann man aktiv einbauen. Ein kleinen Flyer, dann wissen schon die Leute im Bus, aha, ich komme jetzt hier hin und das ist hier mal Gröningen, da kann ich einen Kaffee trinken und da kann ich auf die Toilette gehen und da kann ich was einkaufen. Danke. Herr Reh, bitte. Ich denke, dass die Gastronomen unserer Stadt sehr dankbar sind, wenn die Menschen zu ihnen in ihre Lokalitäten kommen und dann auch gerne die Toilette benutzen dürfen. Dass es unumstritten ist, dass es in Richtung Festplatz oder in Richtung hier an der Post, dass da gegebenenfalls die Möglichkeit einer Toilette sein sollte, unbestritten. Das wäre eine Aufwertung der Stadt, aber ich glaube, die Gastronomen freuen sich über die Menschen, die zu ihnen ins Haus kommen. Herr Hübner, bitte. Also Gastronomie damit einzubeziehen, ist sicherlich kein Fehler. Ich sehe bloß nicht so viele Gastronomieangebote, wo das Thema barrierefrei möglich ist. Und dann ist das eine Thema, überhaupt barrierefrei in die Lokalität zu kommen. Dann sind die Toiletten oft im Untergeschoss, da hilft das dann auch nicht viel. Und ein weiteres Thema ist, wenn wir jetzt beispielsweise an unseren Marktplatz denken, da sollte man auch mal barrierefrei über den Marktplatz überhaupt erst kommen. Also wenn wir uns Gedanken machen, kann man barrierefrei auf ein WC gehen, ist es zum einen so, dass das WC an sich physisch da sein muss, aber das Kopfsteinpflaster, das am Marktplatz liegt, trägt halt auch seinen Teil dazu bei. Also das sollte man im Gesamten denken, das verbessern. Also nochmal, Gastronomie damit einzubeziehen, tolles Thema, aber eine barrierefreie Toilette herzustellen, halte ich als Aufgabe für die Stadt Markgröningen für angemessen. Herr Reisch, bitte. Also wenn jemand auf ein Örtchen will, dann will er das ja eigentlich in einem bestimmten Zustand vorfinden. Und es gibt halt immer Zeitgenossen so und so. Deswegen das jetzt auf die Gastronomen da abzuladen, ist, glaube ich, schon ein starkes Stück. Ich denke, Kommunen sind da auch gefragt und es gibt ja auch so mobile Toiletten, gell, der Herr Dr. Röttgermann hat es ja angesprochen. Ja, also da ist die Kommune meines Erachtens mit in der Pflicht da, das vollkommen auf privat abzuwälzen, geht meines Erachtens nicht und es ist wahrscheinlich auch nicht kostenlos zu machen da, weil irgendein Anreiz muss auch da sein, da, dass man das Örtchen so vorfindet, also oder so verlässt, wie man es eigentlich gern vorfinden will. Ja. Herr Zwicker. Ich gebe Ihnen recht, die Toilettensituation ist mangelhaft. Die Gäste kommen ja meistens zum Festplatz mit dem Bus, da gehört einer hin. Jetzt ist die Planung, das Verwaltungsgebäude in der unteren Keller umzubauen. Da gehört in meine Augen ein hin. Dann habe ich mal eine Anekdote noch gehört, das war mal am Schäferlauf. Da hat einer gesagt, da gibt es eine öffentliche Toilette, aber die, glaube ich, sind älter wie das Rathaus, wo da drinnen sind. So sehen sie nämlich auch aus. Und jetzt haben sie ja, wenn sie vorhin meine Rede zugehört haben, wenn ich das Rathaus öffnen will, für Kultur und Vereine, und andere Veranstaltungen, da müssen natürlich da auch Toiletten rein. Das sind die drei Punkte, weil die Gäste kommen ja eigentlich hauptsächlich in Anführungszeichen in die Altstadt und da muss es dann funktionieren. Danke. So, dann sehen wir mal wieder, Frau Glasbrenner, eine Online-Anfrage. Das sind zwei Fragen, die kommen von Sabine Uster.
Und zwar hat sie zwei Fragen an Matthias Rüttgermann. Erstens, wie stehen Sie zu neuen Gewerbeflächen? Zweitens, werden Sie eine dauerhafte Erhöhung der Jugendförderung unterstützen? Vielen Dank für die Frage. Die Frage Nummer eins, wie stehen Sie zu neuen Gewerbeflächen? Also ich habe ja in der Rede auch gesagt, wir brauchen Gewerbe, wir brauchen Wirtschaft, wir brauchen heimische und regionale Wirtschaft. Und deswegen stehe ich auch zu neuen Gewerbeflächen oder ich stehe zu Flächen, dass wir dem Gewerbe zur Verfügung stellen können. Zum einen, die Ziegelei ist laut Flächennutzungsplan als Gewerbe ausgewiesen, die also komplett nur mit Wohnraum zu belegen, wäre nicht gut. Die Bahn wird da durchfahren. Wir brauchen da auch noch eine Sportfläche. Also das ist eine Möglichkeit für Gewerbe. Und des Weiteren ist auch im Regionalplan ausgewiesen oder die Idee, noch ein weiteres größeres Gewerbegebiet auszuweisen. Das hängt auch vom interkommunalen Gewerbegebiet ab. Aber meine Aussage ist die, wir brauchen noch etwas und wir werden etwas bekommen. Nur am Rande, mich schreiben jetzt schon, weil ich aktiv auf die Gewerbetreibenden zugegangen bin, jetzt schon einige an und fragen mich nach den Flächen. Ich verweise dann selbstverständlich an die Stadt, Herr Körner. Weil die zweite Frage, würden Sie die Jugendförderung dauerhaft unterstützen? Da geht es vermutlich um die Förderung, die Stadt ja hat, Anteil Jugendlicher in den einzelnen Vereinen und was wir da haben. Diese Jugendförderung ist ja in diesem Jahr einmalig aufgestockt worden, um 50% circa, und das ist auch gut und richtig so. Und die Jugendförderung dauerhaft aufzustocken, halte ich für sinnvoll und richtig. Sport ist nicht nur gut für die Jugendlichen im Sinne Integration etc. Nein, wo viel Sport getrieben wird, profitiert eine Stadt auch wirtschaftlich davon. Da gibt es nämlich Untersuchungen dazu. Danke. So, gibt es noch eine Frage aus dem Publikum? Dann sehen wir noch mal eine, Frau Glasbrenner. Ah, machen wir das nachher. Entschuldigung, mein Name ist Heinz Öxner. Ich wohne jetzt über 60 Jahre in Margröningen. Was mir bei den Vorträgen hier aufgefallen ist, bei allen Kandidaten, die alten Leute werden kaum genannt. Die haben aber eine ganze Reihe von Problemen, die hier schon aufgetaucht sind. Mich würde interessieren, wie weit einer, der erfolgreich sich beworben hat und zum Ziel kommt, verhält gegenüber den Problemen, die die alten Leute haben. Erstens die Frage, wer kann Sprecher sein für diese Menschen, so wie es ursprünglich mal der Seniorenrat sein sollte und wollte und teilweise auch erfolgreich war. Und was noch wichtiger wäre, das wären, wer ist dann zuständig, dass er zuhört, was für Wünsche und Bedürfnisse die alten Menschen haben. Und ich sage nur, ich spreche für die alten Menschen. Ich bin jetzt 90 Jahre alt geworden. Herr Höxner, an wen richtet sich Ihre Frage? Ja, mit wem kann wer sprechen für die Alten? Herr Öxner, ich meine, wer soll diese Frage beantworten von den 5 Kandidaten? Ach so, meine Güte. Ja, suchen Sie sich einen raus, der... Müssen schon Sie sagen. Sagen Sie einen oder mehrere. Also, Herr Hübner, bitte. Der Herr Hübner. Er hat sich gemeldet. Dankeschön für Ihre Auswahl, Herr Öxner. Also es ist so, Senioren sind natürlich in vielerlei Hinsicht zu berücksichtigen. Ein Thema, was Sie angesprochen haben, ob man das die Instanz jetzt Seniorenrat nennt oder anders, ich glaube, das ist egal, aber wichtig, und da ist auch die Stadt ein großer Profiteur davon, dass man feste Ansprechpartner hat, die solche Anliegen vorbringen. Weil sehen Sie mal es nach, natürlich aus dem Rathaus raus hat man nicht für alles das richtige Verständnis und noch nicht immer den Blick dafür. Deswegen würde ich ganz stark dazu appellieren, nennen wir es einfach Seniorenrat, dass der wieder auferlebt wird, den gab es ja mal.
Und den soll es auch künftig wieder geben, einfach, dass man feste Ansprechpartner hat, wo die Themen gesammelt werden. Und natürlich muss da im Rathaus jemand für Sie bereitstehen. Ob das jetzt beim Bürgermeister angesiedelt ist oder bei einem Fachbereichsleiter oder da kann man drüber sprechen. Aber das muss in einer gewissen Regel stattfinden. Wie oft es sein wird, das muss man ausprobieren. Aber natürlich brauchen auch die Senioren dann Sprachrohr. Und natürlich gibt es viele Themen, die auch Senioren betreffen. Also was ich jetzt ganz konkret sage, ist ein Thema beispielsweise Barrierefreiheit. Natürlich auch, wenn man jetzt mit dem Laufen eingeschränkt ist oder ähnliches mit dem Rollator unterwegs ist. Also da gilt es einfach ein gewisses Verständnis dafür zu schaffen, dass man da auch baulich Verbesserungen hinbekommt. Mir fehlt es für Senioren an Aufenthaltsflächen im Freien, dass man einfach mal sagt, hey, nennen wir es einfach mal Verweilbank. Das fehlt an vielen Stellen hier, wäre ich stark dafür, dass man das an der einen oder anderen Stelle nochmal herrichtet natürlich. Und es fehlt natürlich auch an Räumlichkeiten, wo man einander auch treffen kann. Also da muss man drüber sprechen, welche Gebührenmodelle man da hat oder ähnliches. Also da gibt es ganz viele Punkte, wo man ansetzen darf. Und ein ganz wichtiges Thema ist natürlich auch, sag's mal, Wohnen im Alter. Also seniorengerechtes Wohnen ist ein großes Thema. Auch da muss man den Blick dafür haben, dass man diesen Wohnraum anbieten kann. Also ich bin jetzt durch Unterrixingen marschiert, da fehlt es zum Beispiel gänzlich. Da ist einfach wichtig, diese Notwendigkeit zu sehen und auch bei künftigen Bauvorhaben darauf zu achten, dass man beispielsweise, mir schwebt vor, ein Mehrgenerationenhaus, wo Senioren, aber auch junge Menschen jeden Alters einen Platz finden. Und mir schwebt auch vor, dass man in irgendeiner Form in Markgröningen oder Unterrixingen Kurzzeitpflegeplätze herholt, weil die sind auch dringend notwendig. Das sind jetzt sehr viele Themen und die kann man auch nicht alle innerhalb von einer Woche abfespern, aber man muss das Verständnis dafür haben und muss künftig einfach darauf achten, dass man für diese Bevölkerungsgruppe auch was anbietet. So, jetzt nehmen wir wieder die Frage, die wir vor. Der Herr Oechsner hat die Frage nicht an Sie gestellt, Herr Reisch. Jetzt haben wir eine Frage gezogen wieder, von vorhin noch. Das sind zwei Fragen, die kommen von der Vanessa Meyer und richten sich an Dr. Rüttgermann. Erste Frage, wie kann die Verwaltung moderner werden? Und zweitens, eine Sportlerehrung in der Innenstadt, findet das Ihre Unterstützung? Vielen Dank für die Frage. Wo kann die Verwaltung moderner werden? Also moderner, das heißt vielleicht nicht nur digitaler, online, das müssen wir zu Ende durchdenken. Da muss ein Vorgang wirklich komplett klappen. Moderner, wir müssen damit starten. Ja, nach dem Online-Zugangsgesetz müssen die Kommunen alle in Deutschland in 2022 60% ihrer Online-Vorgänge digital einstellen können. Es wird keine Kommune schaffen, außer vielleicht Rostock, die sind da weit vorne dabei. Moderner werden heißt aber auch ein Stück weit, ich will es mal so sagen, wenn der Kopf Service denkt und kundenorientiert ist, ja, wir haben also 15.000 Kunden in der Stadt. Viele sagen Bürgerinnen und Bürger, ich sage Kunden. Und wir haben 8.000 Gewerbetreibende und Kunden in der Stadt. Das ist für mich ebenfalls modern, auf alle zugehen, antworten, kommunizieren, keine Frage unbeantwortet lassen. Eine Sportlerehrung in der Innenstadt, das ist ja ein Thema, die Sportlerehrung, die gab es und gibt es schon in der Innenstadt und auch in der Stadt Halle. Und die Sportlerehrung ist selbstverständlich aufzuwerten durch ein Ereignis in der Innenstadt, immer wieder dort, möglichst mit prominenten, begleitenden Personen. Da müssen wir uns drum kümmern, im Zweifel kümmere ich mich darum, dass wir Prominenz haben, die die jungen Leute, die die alten Leute, die Senioren auszeichnet bei ihren Leistungen im Sport. Ja, ich unterstütze das. Danke. So, weitere Fragen? Dann sehen wir noch eine, Frau Glasbrenner. Wir haben ja Zeit. Eine Stunde haben wir eingeplant. So, jetzt kommt eine Frage, die hat Heidi Fabig eingereicht und die richtet sich an Arndt Zwicker, Stefan Reh, Matthias Rüttgermann. Das sind zwei Fragen. Erstens, wie denken Sie über die Montagsspaziergänge, die derzeit immer auch in Markgröningen stattfinden? Und zweitens, wie wollen Sie die Personalsituation für unsere Kindergärten und Betreuungseinrichtungen verbessern? Sprich, woher soll das Personal kommen? Beginnen wir mit dem Herrn Zwicker, ja, der war zweimal letzter vorhin. Und dann machen wir mit dem Herrn Reh weiter und dann Dr. Rüttgermann. Zu dem Montagsspaziergang. Ich weiß jetzt wirklich nicht, ob das bei einer Bürgermeisterwahl eigentlich die richtige Frage ist, weil eigentlich geht es hier um die Stadt.
Ich bin jetzt ein bisschen zwiegespalten, diese Frage zu beantworten. Ich kann es von mir aus sagen, ich bin geimpft, weil ich solidarisch sein will für die Gesellschaft. Mehr möchte ich da gar nicht so weit zu sagen. Zu den Personalgewinnungen bei den Betreuungseinrichtungen war es, gell, die Frage. Kindergarten. Ja. Das ist ja kein Problem, wo im Prinzip jetzt neu auftaucht ist, sondern das aus 7 Jahren Gemeinderat habe ich jetzt mitbekommen, erfahren, das zieht sich schon lange durch. Wir kämpfen da jedes Mal, Personalwechsel hier, Personalwechsel dort, wir kriegen eigentlich wenig. Heute oder gestern war eine Stellenanzeige von der Stadt Schwieberdingen drin, mit Stellenanzeigen und es wird gesucht. Da muss man eigentlich schon mal überlegen, wie machen wir es? Anfangen tun wir es. Ich habe vorhin selber in der Rede gesagt, da müssen wir uns das Personal selber herziehen. Das heißt, wir müssen Ausbildungsplätze schaffen, denen auch eine Zukunft geben und sagen, wenn ihr bei uns bleibt, dann seid ihr, habt ihr einen sicheren Job. Ob das dann auch mit Geld oder auch mit Wohnungen, ich weiß nicht, was da wirklich dann realistisch ist oder auch gesetzlich erlaubt ist, das muss man dann entscheiden. Das sind die Maßnahmen, die man machen kann. So, Herr Reh. So, zum ersten Teil der Frage, Montagsspaziergänge. Ich finde, jeder hat das Recht, das zu tun, was er tun möchte in der Demokratie, solange er die anderen nicht gefährdet. Und jeder muss dem Mitmensch so viel Respekt entgegenbringen, wie er selber gerne empfangen würde. Ich bin auch geimpft, ich respektiere das, wenn Menschen sich nicht impfen lassen, weil sie denken, ihre Freiheit wird dadurch eingeschränkt, das ist in Ordnung, dann müssen sie halt mit diesen Konsequenzen leben, die Nicht-Geimpfte zurzeit bekommen können, sei es Krankheiten oder eventuelle Ausschlüsse aus irgendwelchen Events oder sonstigem. Montagsspaziergänge ist jedem sein gutes Recht in der Demokratie. Punkt. Zum Thema Erziehung und Betreuung. Ein Teil hat der Herr Zwicker ja schon beantwortet. Wir müssten mehr Menschen selber ausbilden, mehr ErzieherInnen ausbilden in Markgröning. Das ist das eine. Das andere ist die Suche. Haben wir als Elternbeirat der Sudetenstraße jetzt vor kurzem mal durchleuchtet, wie denn die Suche bisher ausgesehen hat. Dann gab es ein Gespräch auch mit dem Herrn Körner im Anschluss. Wir haben einfach festgestellt, es werden nicht alle Möglichkeiten einer Rekrutierung vollumfänglich ausgenutzt. Wir haben keine modernen Kanäle. Wir suchen nicht über Facebook und Instagram. Wir suchen nicht über große Jobseiten. Man findet unsere Seiten im Netz definitiv nur sehr, sehr schwer. Wir müssen unsere Rekrutierungsmaßnahmen sichtbarer machen. Wir müssen den Menschen zeigen, was Markgröning für eine tolle Stadt ist. Ich erinnere hier mal, wir sind ein immaterielles UNESCO-Weltkulturerbe. Das ist in keiner bisherigen Anzeige erschienen. Wir müssen mit unseren Mitteln, die wir haben, auch ein bisschen Gas geben, um diese Situation zu ändern. Und ich denke, wir haben so tolle Betreuungsleitungen hier in Markgröning, die dann die Menschen auch super einbinden können. Von daher müssen wir sie suchen, da wo sie sind, und zwar in aller Regel mittlerweile im Internet. Über diverse Kanäle plus Anzeigen in Zeitungen, aber halt auch überregional, weil alle suchen gerade überregional. Herr Dr. Röttgermann. Vielen Dank. Also zu den Montagsspaziergängen, die Frage geht natürlich sicherlich auch ein Stück weit dahin, die Auswirkungen des Spaziergangs an sich, also Menge und Emissionen, Lärmemissionen, so nenne ich es mal. Ich hatte gestern zum Glück tatsächlich die Gelegenheit, mir ein Bild vor Ort in Markgröningen zu machen. Also zum einen, es gibt eine ganz klare juristische Lage, Versammlungsfreiheit, die ist da, die ist gegeben und die müssen wir respektieren. Und solange es eine friedliche, ruhige Versammlung ist, darf jeder Mensch für alles und gegen alles protestieren, was er möchte. Das ist völlig in Ordnung. Zugleich gibt es ja jetzt auch seit einiger Zeit Menschen, die quasi gegen die Montagsspaziergänge sich irgendwie in Stellung bringen, sage ich mal. Das ist auch wiederum ihr gutes Recht. Was ich für gut halte, ist, dass in dem Zuge dann beide Aktionen von der Polizei begleitet werden. Das hilft sicherlich, um Vertrauen in der ganzen Bevölkerung zu schaffen, dass man sagt, ja, das läuft in geregelten Bahnen.
Die zweite Frage nach dem Personal, da kam jetzt schon manches. Also ich habe mich ja so gefreut über die Frage. Meine kurze Antwort wäre, das kann ich, da freue ich mich drauf. Das reicht Ihnen sicherlich nicht als Antwort, aber da gibt es wirklich so gute Informationen und Analysen, was man tun muss. Dorthin gehen, wo die möglichen Menschen, die arbeiten wollen, sind, in die Ausbildungsstätten, andere Kanäle. Bei der Einstellung gibt es zwei ganz entscheidende Punkte, das ist das Arbeitsumfeld und das Mentoring, also jemand, den ich zur Seite stelle, wirklich gut begleitet, damit die Menschen auch da bleiben. Und konkret haben wir natürlich mit dem Bau der Kita in Unterrixingen einen tollen neuen Kindergarten. Das alleine ist natürlich schon ein attraktiver Punkt. Da mache ich mir gar keine Sorgen, dass wir dort nicht genügend Personal bekommen, wenn wir die vorherigen Punkte auch noch mit beachten. Das wird gut. Danke. Jetzt steht wieder jemand am Mikrofon. Hallo, Jürgen Rapsch, mein Name. Eine Frage zum Thema Sauberkeit in Markgröningen. Ganz speziell die Mülleimer in der Innenstadt werden zum Beispiel Samstag, Sonntag überhaupt nicht geleert. Ein Unding. Im Moment in die kalten Monate natürlich nicht ganz das Riesenproblem, aber die letzten zwei Jahre, Corona-Zeit, da sieht es aus, also wie im Saustall. Ein Ding der Unmöglichkeit. Dann genauso, es geht weiter, das ist natürlich ein Gesellschaftsproblem, das wir alle haben bei uns. Ich werf einfach weg, irgendeiner wird schon aufheben. Ich schmeiß Zigarettenkippen weg, interessiert mich nicht. Ein Gesellschaftsproblem, aber warum sollte Markgröningen nicht in der Zukunft die schönste Stadt, die sauberste Stadt in der Region oder noch weiter werden? Es gibt Städte, da funktioniert es. Zur Frage, Herr Rapsch. Ja, was gedenken Sie da dagegen zu tun, und zwar an alle? Gut, dann fangen wir jetzt mit dem Herrn Hübner an, dann der Herr Reisch. Herr Zwicker, Dr. Röttgermann, Herr Reh. Also ich denke, das ist ein absolutes Grundbedürfnis, dass man in einer Stadt lebt, wo es sauber ist, das ist klar. Da können natürlich mehrere Akteure dazu. Also ich meine, man verwischt natürlich leider nicht immer jeden, der meint, jetzt nehme ich Ihre Worte, dass er eine Kippe auf den Boden schmeißt, dass er Müll auf den Boden hinterlässt, das ist äußerst ärgerlich. Aber die Leute erreicht man vermutlich nicht immer. Was kann man machen? Ein ganz normaler Standardvorgang, und ich denke, der wird in Markgröningen sonst auch stattfinden, dass die Mülleimer regelmäßig geleert werden. Wenn man natürlich gewisse Punkte hat, wo vermehrt Müll auftritt, kann man sich Gedanken darüber machen, einen weiteren Mülleimer hinzustellen. Ich meine, auch daran soll es nicht hapern. Natürlich kann man das nur bis zu einem gewissen Punkt betreiben, so ehrlich muss man auch sein. Die müssen auch regelmäßig vom Bauhof geleert werden, die Eimer. Aber natürlich dem Grundbedürfnis nachzugehen, ist ein ganz wichtiges. Und klar, schreiben wir es uns doch auf die Fahne und sagen mal, Gröningen wird die sauberste Stadt von Deutschland. Man kann zumindest versuchen, zumindest ein Verständnis dafür zu schaffen, indem man ein Mitteilungsblatt hin und wieder mal die Leute versucht, bei der Ehre zu packen, indem man vielleicht, sage ich mal, irgendeine Kampagne oder ähnliches startet. Das sind alles Werkzeuge, das kann man versuchen. Aber letztendlich scheitert es dann an den Akteuren, die das Verständnis dafür nicht haben oder sich vielleicht einfach auch in dem Dreck wohlfühlen. Also man muss da einfach an den Verstand der Menschen appellieren, dass man mal Gröningen auch sauber hält. Herr Reisch. Vielleicht kennen Sie ja auch World Economic Forum, Klaus Schwab. Es geht mir jetzt nicht um die Zusammenhänge mit Corona, sondern auf YouTube gibt es hervorragende Videos, Best Practice Beispiele. Vor allem in Asien. Ich glaube, Singapur ist so eine vorbildliche Stadt in puncto Sauberkeit. Aber ich sage Ihnen, wie die das schaffen. Einfach mit drakonischen Strafen. Mit drakonischen Strafen. Das klingt hier natürlich nicht an, da, weil wir ja in Europa sind und denken da, wir haben den Verstand da oben da, und man müsste eigentlich auch über Appelle an die Vernunft und Rücksichtnahme und so weiter schaffen, aber das funktioniert nicht, und zwar, warum funktioniert es nicht? Weil man kennt auch in Stuttgart, gell, ich sage nur Königstraße und Schlossplatz, ich weiß nicht, ob Sie da mal am Wochenende waren,
Abfalleimer können Sie noch so groß machen, auch in die Tiefe rein. Die Leute schmeißen es trotzdem daneben. Oder bei mir in Stuttgart-Heslach, Stuttgart-Süd raus oder Marienplatz. Es sieht aus wie nach einem Tsunami. Wirklich, und war Wochenende für Wochenende. Und da steht auch Polizeiaufgebot, aber verstehen Sie, nur dann, wenn Sie die Leute dingfest machen, und man kennt sie eben ganz genau, und das ist halt eine bestimmte Altersklientel, auch Geschlecht und Herkunft. Ja, das sind die drei maßgeblichen Kriterien, da ich brauche das jetzt genauer ausführen. Und die Leute haben offensichtlich andere Wertvorstellungen als wir. Die haben einfach nicht die Disziplin, oder dort, wo sie herkommen, da dürfen sie das nicht, aber hier, da testen sie die Grenzen aus. Und wissen Sie, das, wenn wir doch mal ehrlich sind, schon kleine Kinder testen Grenzen aus, ja, wie weit sie einfach gehen können. Und da werden wir auf die Probe gestellt, und dann ist halt die Frage da, ob wir uns da auf der Nase rumtanzen lassen. Und deswegen reicht halt allein proaktiv und vorbeugen und so weiter, reicht halt nicht, sondern man muss halt auch repressiv kommen. Und ich habe es ja gesagt, ich glaube Singapur mit drakonischen Strafen. Anders begreifen Sie die Leute offensichtlich nicht. Ich möchte da was sagen, also vielleicht die fassen wir uns ein bisschen kurz alle miteinander, und dann können wir noch mehr von den Fragen, die die Leute eingerichtet haben, die ganze stellen. Bandbreite. Herr Zwicker. Also ich versuche mich kurz zu fassen. Ja, bitte. Rapsch, ich gebe Ihnen recht. Innenstadt, Marktplatz, Ostergasse, Kirchtreppe. Ich sage es jetzt lieber nicht, wie es ausgeht auf Schwäbisch, aber Sie können es sich denken. Das geht aber weiter. Gehen wir mal zusammen an die Zeppelinstraße, da sieht es genauso aus. Das ist aber notgedrungen, das sind teilweise Lkw-Fahrer, wo auch gar keine andere Möglichkeit hat. Das ist als nur mal am Rand. Letztes Jahr war es im Sommer extrem an der Kirchstaffel. Auch oben am Marktbrunnengässle, Pizzaschachtler, Styropor, also diese ganze Einwegsache. Da muss man eigentlich aufpassen, weil das kommt ja eigentlich von der Gastronomie. Jetzt sagen die natürlich, wir haben das mit Corona, wenn wir das jetzt wieder einschränken, dann streiten wir an dem Punkt. Sagen die, wir haben zu wenig Umsatz und so weiter und so fort. Im Endeffekt ist so, wenn der Mülleimer voll ist, müssen wir leeren. Das klappt zwar am Gratulisbeutel nicht ganz so gut zurzeit, das ist alle ein bisschen bekannt, aber dann haben wir es selber in der Hand. Das war auch interessant, wo der Kirchplatz Sanierung Spatenstich war, habe ich es mit Herrn Defner gehabt, der ist vom Bauhof. Dann habe ich gesagt, Herr Defner, dann müssen wir einfach in Zukunft ein bisschen mal andere Zeiten einführen. Dann hat er gesagt, ja, das wird besprochen. Was ich damit sagen will, ist, da muss man eine Lösung finden, zusammen mit dem Bauhof, und sagen, wie machen wir es. Natürlich die, wo es wegwerfen, die Kippe. Wahrscheinlich wird es das unser Leben lang begleiten. Da kommen wir leider nicht drum rum. Man kann es dann versuchen mit irgendwelchen Maßnahmen. Vielleicht muss auch tatsächlich mal ein Bürgermeister am Samstag wieder dort hinstehen und sagen, warum schmeißt du jetzt deinen Müll da weg? Als ein Mülleimer schmeißen wenigstens da rein, der ist einfacher zum Leeren als auf die Straße. Wenn das so sein muss, dann stehe ich dahin, kein Problem. Herr Dr. Röttgermann. Herr Rapsch, guter Hinweis. Und die Schwierigkeit ist natürlich auch, Dreck zieht Dreck an. Da, wo schon mal was liegt, da schmeißt man noch was dazu und dann wird es immer mehr. Deswegen ist zum einen die Stadt gefordert, die Stadtverwaltung, pragmatisch. Vielleicht brauchen wir auch für die Kippen an den Stellen, wo das dramatisch ist, so Kippen-Ascheaufsteller. Wir brauchen auch im Bereich, ich weiß, von den Hundehaltern habe ich selber gehört, ja, also Müllbeutel für den Hundekot, muss einfach dahin, wo es gebraucht wird. Und der letzte Punkt ist, ich bezeichne mich als realistischen Optimist, es gibt in anderen Städten tolle Beispiele, wie die Anwohner auch mitmachen. Ja, da könnte so ein Startsignal sein, in Unterrixing ist demnächst Putzhütte, machen wir eine Putzhütte in der Innenstadt, Bürgermeister vorne weg, und reinigt. Und danach begrünen wir die Innenstadt. Es gibt manche Straßen oder Gassen, da habe ich immer von meinem Auge tatsächlich schon mehr Pflanzen, mehr Grün. Und wenn das mal, das kann so einen Wettbewerb geben, ja, dass die Leute dann tatsächlich sagen, bei mir ist schön, da ist noch schöner, und eine Kippe gleich weg damit. Also Stadt, Anwohner, zusammen. Herr Rebide. Also ich sehe das etwas pragmatischer. Es gibt in Markgröning, gerade zum Thema Takeaway-Essen, gibt es Lösungen mit Mehrweggeschirr. Das wäre das eine, was Müll vermeidet. Jetzt muss man erst mal überlegen, woher kommt der Müll? Muss ich den Müll überhaupt produzieren? Oder kann ich ihn schon von vorne weg vermeiden? Den ich nicht vermeiden kann, der muss regelmäßig weggeräumt werden.
Das ist richtig. Auch die Mülleimer müssen regelmäßig geleert werden. Ob ich jetzt in den Mülleimern auch noch einen Plastikbeutel haben muss, dass ich den Plastikbeutel bloß rausziehen muss, das ist eine Frage, die stellt sich mir seit kurzem immer mehr, weil in jedem Mülleimer bei uns ist ein Plastikbeutel, damit machen wir noch mehr Müll. Es ist leichter zum Reinigen, ganz klar, aber es gibt auch Methoden, den Müll anderweitig zu entsorgen. Ich denke, eine Ansprache an die Bürger, auch an die Eltern, das ist ein Teil der Erziehung, dass man den Müll nicht einfach wegschmeißt. Und wenn das von Haus aus schon aus der Kinderstube heraus so gelehrt wird, ich bringe es meinen Kindern so bei, dass man den Müll nach Möglichkeit sogar schon sortenrein wegschmeißt oder am besten gar nicht erst stattfinden lässt, dann kriegen wir die Sache auch über die Zeit wieder besser in den Griff. Aber wie gesagt, so für Essen, wo wir jetzt gerade in Corona-Zeiten haben, wo wir wirklich sagen müssen, viele holen sich es einfach aus der Lokalität, was ja gut ist für die Lokalität, müsste man uns überlegen, ob man einfach ein Pfandgeschirrsystem einführen kann für Markgröning, was umfassend da ist, wo jeder Gastronom daran teilnehmen kann. Dankeschön. Gut. Vielen Dank. So, nächste Frage. Mein Name ist Michael Hochmann, ich wohne seit 1954 in Markgröningen. Ich habe eine Frage an Herrn Dr. Röttgermann und Herrn Hübner. Herr Dr. Röttgermann, Sie sind im Gemeinderat. Vor kurzem haben wir aus der Presse erfahren, dass die Herrenküferei für knapp 1 Million verkauft wurde. Sie haben auf Ihrem Wahlplakat ein Thema Transparenz. Ich habe zu diesem Thema null Transparenz in Markgröningen erlebt. Außer einem Artikel von Herrn Schneider in der Ludwigsburger Zeitung. Bis heute ist nicht offiziell, wer der Investor aus Stuttgart sein soll. Haben Sie mitentschieden, dass die Herrenküferei verkauft wird? Haben Sie die Informationen bekommen, warum laut diesem Artikel jährlich 70.000 Euro netto, dazu kommen noch die Pachtgebühren, investiert wurden angeblich in die Herrenküferei, die vor 20 Jahren für über 2 Millionen generalsaniert wurde. Und was werden Sie tun als Bürgermeister, wenn Sie ins Amt kommen, die Herrenküferei wieder ins Leben zu rufen, die jetzt seit Ende 2020 leer steht und irgendwann ist die Attraktivität dieses Edelrestaurants, wie es Herr Philipp Schneider genannt hat, nicht mehr gegeben und es wird immer schwieriger, einen neuen Pächter zu finden. Also wo setzen Sie Lösungen an? Die Ostergasse, haben wir vorhin gehört, ist schon überwiegend leerstehend. Die Herrenküferei, ältestes Gebäude am Marktplatz, steht auch leer. Was werden Sie tun, um hier wieder einen Gastronomen zu finden? Danke. So, dann fangen wir mit Herrn Hübner an. Ich sage es nochmal, je kürzer die Fragestellungen sind und präzise und je kürzer die Antworten, umso mehr können wir in der verbleibenden Zeit noch aus diesem Kästchen oder aus dem Publikum beantworten. Herr Hübner. Dann versuche ich mich relativ kurz zu halten, zumal ich die Antwort auch nicht vollumfänglich beantworten kann. Also ich kann natürlich jetzt nicht mitsprechen, was die Beweggründe gewesen sind, die Herrenküferei zu verkaufen. Hat wohl finanzielle Aspekte, kann ich nicht beurteilen. Ich habe den Pachtvertrag nicht gesehen. Ich weiß nicht, wie viel hat man da für die Sanierung reingesteckt, was für einen Abmangel hat es verursacht. Kann ich nicht beurteilen. Persönliche Meinung, oder der Eindruck, der da natürlich entsteht, Herrenküferei, natürlich ist ein Schmuckstück auf dem Marktplatz, ist ganz klar. Ist die Frage, was man sich da als Stadt vertraglich gesichert hat, was da künftig reinkommt, welche Nutzung da zugeführt werden soll. Es ist halt wie immer, also jetzt ein blödes Beispiel, aber meine Kuh kann ich jeden Tag melken, aber ich kann sie nur einmal zum Schlachter bringen und verkaufen. Die Herrenküferei ist halt jetzt weg. Da können wir jetzt nicht mehr drüber philosophieren, die ist jetzt weg. Die Hintergründe, ich kann es nicht beurteilen, kann nur das sagen, was ich als Außenstehender mitbekomme oder was ich dann eben lesen darf, wenn der Herr Schneider darüber berichtet. Generell, Marktplatzbelebung ist natürlich ein Riesenthema, keine Frage. Je mehr Leerstand man hat, desto unattraktiver wird es im Gesamten. Deswegen gilt es, eine Belebung so schnell wie möglich hinzubekommen. Natürlich muss man da auch ehrlicherweise sagen, das befindet sich ja nicht alles im Eigentum der Stadt Markgröningen. Aber da geht es halt darum, mit dem privaten Eigentümer Gespräche zu führen, welche Unterstützung kann man vielleicht anbieten, welche Werbemaßnahmen kann man ergreifen. Je mehr am Marktplatz ansässig sind und auch den Marktplatz beleben, desto mehr profitieren natürlich alle davon, das ist ganz klar. Herr Dr. Röttgermann. Vielen Dank, Herr Hoffmann. Man muss jetzt schon ein bisschen unterscheiden. Ich bin
Bürger von Markgröningen und ich bin auch im Gemeinderat. Und in der Rolle habe ich eine gewisse Einsicht. Die Stadtverwaltung hat natürlich noch tiefere Einsicht. Ich habe eine Einsichtsmöglichkeit, aber ich kann nicht in alle nicht öffentlichen Dinge schon vorab Einsicht haben. Ich habe dem Verkauf zugestimmt, ja. Und wir haben auch in vielen Diskussionen mit den ganzen Gemeinderäten in den Fraktionen vorher viele Zahlen besprochen und viele Zahlen waren auch auf dem Tisch, die hin und her gingen. Negative Zahlen, positive Zahlen. Die Herrenküferei ist jetzt verkauft und der bisherige Pächter hat gute Arbeit geleistet. Ich war selber dort essen. Wir werden einen neuen Besitzer bekommen. Wir haben einen neuen Besitzer, so viel ist bekannt und mehr kann ich an dieser Stelle darüber nicht sagen. Da würde ich mich rechtlich in Probleme begeben. Sobald mehr bekannt ist, lebe ich auch Transparenz. Völlig richtig. Und ich sage Ihnen noch dazu, ich gehe aktiv auf die Gewerbetreibenden zu, ja, und sorge dafür, dass was passiert. Natürlich will ich da auch wieder sitzen, auf der linken Seite und ein Getränk in der Hand haben. Danke. So, dann ziehen wir noch eine Frage aus dem Kästchen. So, diese Frage kommt von Felix Röttgermann und geht an Dr. Matthias Röttgermann. Er hat zwei Fragen. Würden Sie sich dafür einsetzen, die untere Verkehrsbehörde in Markgröningen anzusiedeln, damit die Stadt mehr Eigenverantwortung bei der Verkehrsplanung übernehmen könnte? Und die zweite Frage, wie steht es mit der Präsenz der Stadt in den sozialen Medien? Vielen Dank. Also die untere Verkehrsbehörde hier anzusiedeln, ich glaube, dafür stehen fast alle Kandidaten. Das ergibt Sinn, damit wir wirklich Durchgriff haben in unserer eigenen Stadt und mehr entscheiden können über Dinge wie Tempo 30, 40. Ja, ich setze mich dafür ein. Und die sozialen Medien, sage ich nur kurz, kann ich, will ich, müssen wir besser werden. In dem Fall steht der Fachmann vor Ihnen hier. Danke. So, jetzt haben wir noch eine Frage an alle Kandidaten und mit Blick auf die Uhr würde ich sagen, das ist die letzte für den heutigen Abend. Und zwar hat Dietmar Lust zwei Fragen an alle Kandidaten. Erstens, wo soll und wo kann Wohnraum entstehen? Zweitens, welche konkreten Ideen haben Sie für den Markgröninger Schäferlauf? So, mit wem haben wir noch nicht begonnen? Herr Reh? So, Wohnraum in Markgröning ist ein Thema. Entstehen könnte in einer kombinierten Form, wie das vorher auch schon angesprochen wurde, zum Beispiel auf dem Ziegeleigelände mit einer Art Wohnen und Arbeiten in Kombination. Das hätte viele charmante Vorteile. Das eine ist, man könnte dort schön wohnen, schon fast am Feldrand. Dazu bräuchte man, wenn man dann dort arbeitet, kein Auto. Das würde den Verkehr entlasten. Ich könnte mir vorstellen, jetzt beim Austragen meiner Flyer habe ich ziemlich viel Leerstand in Markgröning auch gesehen und ziemlich viele Häuser, die momentan nicht bewohnt sind. Wenn man da ein Register aufmacht, was leer steht und dementsprechend mit den Eigentümern auch in das Gespräch kommt, kann man hier schon sehr, sehr viel generieren, ohne dass man neu bauen muss oder noch Flächen versiegeln müsste. Für den Schäferlauf hatte ich ja vorher auch schon erklärt, man muss den Schäferlauf ganzjährig sichtbar machen in Markgröningen, weil es ist unser Weltkulturerbe und die Öffnung des Rathauses war eine schöne Idee vom Herrn Zwicker, das ist richtig. Aber wir müssen auch an einzelnen Stellen der Stadt einfach Punkte setzen, wo wir nicht nur mit Schaukästen, auch interaktive Medien den Schäferlauf präsentieren können, dass wir einfach die Menschen auch in den Bann des Schäferlaufs ziehen, wenn er jetzt gerade nicht da ist. Und ein Museum kann man andenken, aber ich denke, das ist eine finanzielle Frage, die sich gerade von daher nicht stellen würde. Also ich fange mit dem Thema Wohnen an.
Natürlich ein zentrales Thema, wo sehr viel Wohnraum entstehen kann, ist das Gelände an der Alten Ziegelei. Wie auch immer man das Gelände letztlich ausstaltet. Also meine Vision wäre, dass man dort Gewerbe und Wohnen ansiedelt. Ich sehe da schon bildlich vor mir, wie irgendein Discounter sich ansiedelt, man vielleicht im Idealfall oben Kindertagesplätze hinbekommen kann, der Zug dort halten wird. Also das wäre eine super Optionsfläche, die man dort hat, um Wohnraum zu schaffen, um Einkaufsmöglichkeiten zu schaffen und um Kinderbetreuung auch dort anzusiedeln. Halte ich für den idealen Standort, noch in Kombination mit der Bahn, die dann von Schwieberdingen durchfährt und Richtung Bahnhof fährt. Ganz tolle Geschichte. Thema Schäferlauf gibt es natürlich viele Ansatzpunkte. Also ein Ansatzpunkt wäre für mich, dass wir versuchen müssen, mehr Vereine auch am Schäferlauf teilhaben zu lassen. Thema ist sicherlich die Marktgebühren, die es dort gibt. Die mag ich mir nicht anmaßen zu beurteilen, aber die gilt es kritisch anzugucken, um wirklich auch die Vielfalt an den Schäferlauf zu holen. Auch das ist ein Thema, ähnlich wie beim Marktplatz. Je mehr Teilnehmer man hat, je mehr Vielfalt es auf dem Schäferlauf gibt, desto mehr Leute haben auch Lust am Schäferlauf auch wirklich Besucher zu sein. Und was natürlich visionär wäre, was ganz toll wäre, wenn auch mal wieder von Bad Urach der Zug nach Markgröningen einfahren würde. Das gab es mal und wer weiß, wenn man die Bahn reaktiviert bekommen, kann das auch wieder sein. Herr Reisch, bitte. Ich fange auch mit dem Thema Wohnraum an und trage in dem Zusammenhang, gell, Herr Schneider, da sitzt er noch. Bürgermeister Hollenbach aus Moor. Nicht nur 32 Jahre, sondern sogar 40 Jahre, 5 Amtszeiten da. Und der hatte das Rezept, beziehungsweise auch die Erklärung, was eigentlich bedeutet, wenn ein Bürgermeister sagt, er gestaltet und verwaltet nicht nur. Und gestalten geht natürlich immer nur mit Menschen und mit entsprechenden Gegenständen. Und beim Thema Wohnraum war das Geheimrezept von Bürgermeister Hollenbach, bei den hohen Geburtstagen nicht nur mit dem Geschenkkarble zu kommen und ein bisschen Kaffeeklatsch zu halten, sondern sich für die Menschen ein bisschen mehr zu interessieren, auch wie es mit der Wohnsituation aussieht, gell? Er hat mir das erklärt und das wird hier in Markgröningen auch nicht anders sein. Gucken Sie nur die Villa Griesinger an, da ist ein Paradebeispiel dafür. Zunächst nur 2 Personen, dann nur noch 1 Person auf einer riesen Fläche. Und auf der anderen Seite suchen junge Familien mit Kindern verzweifelt nach passendem Wohnraum. Und da hat Bürgermeister Hollenbach halt die Verbindungsfäden geknüpft, hat da auch sogenannte Deals gemacht, ja, also in Zusammenarbeit, Kooperation mit Kleeblatt und so weiter, hat für das Alter seiner Senioren gesorgt und auf der anderen Seite jungen Familien mit Kindern. Ja, also nochmal. Gestalten heißt, mit seinen Bürgerinnen und Bürgern, insbesondere mit der älteren Bevölkerung, eben ins Gespräch zu gehen und sich für die eben nicht nur im Kaffeekränzchen zu interessieren, sondern wie es mit ihnen eigentlich aussieht und mit ihrer Zukunft und Herr Reisch, bitte beantworten Sie die Frage konkret und kurz. Die Frage wird sehr konkret beantwortet, weil es ist eine ganz konkrete Strategie da, die, von der eigentlich jeder Bürgermeisterkandidat nur lernen kann, weil es ist ein alter Hase mit 40 Jahren und übrigens auch noch 10 Jahren im Landtag. Ja. Also ich kann es nur weitergeben, ja, da, das ist eigentlich ein Geheimrezept da, wie ein Bürgermeister tatsächlich da fruchtbar gestaltet und nicht nur verwaltet. Ich hoffe, die Botschaft ist hier angekommen und Thema Schäferlauf, da komme ich vielleicht zu meinem Hauptpunkt da, wo sehe ich Markgröningen 2030 da, das war ja auch so eine Frage, die uns von der Bietigheimer Zeitung insbesondere vorgelegt wurde, ist da nicht nur Weltkulturerbe und so weiter. Ich sehe Markgröningen als kulturellen Leuchtturm in Baden-Württemberg und zwar ist nicht nur im Ensemble mit dem Schäferlauf, sondern ich habe es ja gesagt, der Musikkindergarten, den gibt es in Baden-Württemberg immer noch nicht und der gehört halt da auch mit dazu. Also Vereine und so weiter ist ja Selbstverständlichkeit. Also das muss ein Konzept aus einem Guss und zwar kulturell, geistig fundiert sein. Ja? Und das andere sind Umsetzungsfragen. Dafür stehe ich, wie gesagt, Markgröningen als kultureller Leuchtturm in Baden-Württemberg. So, jetzt Herr Zwicker. Ja, Wohnen mit Visionen. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, Kat. Für mich ist das Prager Gelände gerade das geeignetste, weil da will man. Da ist der Besitzer, der will was machen und wir kriegen es gerade ein bisschen nicht hin aus verschiedensten Gründen.
Da müssen wir ein bisschen über den Schatten springen, entgegenkommen und gemeinsame Lösungen zu suchen. Auch im Prinzip für nachher, auch mit für Wohnen für Jung und Alt, generationenübergreifend. Das Ziegeleigelände, das gehört uns nicht einmal so richtig. Da ist noch viel Verhandlungen vor uns. Das sehe ich, wenn überhaupt, ich habe es auch gesagt, ich möchte eine eher Gewerbe ansiedeln. Da bin ich, das ist einfach meine persönliche Meinung. Zum Schäferlauf. Wie viel Zeit haben wir? Kurzfassen bitte. Ich versuche es mal einfach mit der Überschrift. Historischer Schäferlauf, was wollen wir? Die Historie fehlt mir komplett. Die ist einfach nicht mehr da. Vielleicht war sie mal da, die ist nicht da. Das Wort Schaf, das kommt drin vor dem Schäferlauf, ist mir eigentlich auch etwas zu wenig. Da kann man in der Ostergasse so ein Parcours machen, wo man sagt, hier, das ist unsere Einfallschneise. Da läuft man rein und hat dann nur, in Anführungszeichen, Schafprodukte, Handwerkermarkt und so weiter und so fort. Der Lauf haben wir, der ist raus auf dem Stoppelfeld. Was können wir da noch machen? Wo ist das Problem? Da kommt jetzt bestimmt, das stand nämlich wieder in der LKZ, wir zahlen einen Haufen Geld oder legen einen Haufen Geld drauf. Da muss man gucken, wie man einfach, und das ist meine persönliche Meinung, wie bekomme ich tagsüber einfach mehr Besucher in die Innenstadt. Das ist das Anliegen der nächsten Jahre. Dann gibt es noch viele kleine Themen, aber die jetzt heute Abend auszudiskutieren, Herr Körner, das machen wir lieber nicht, weil wir haben keine Zeit. So, Herr Dr. Röttgermann. Vielen Dank. Vielen Dank. Also, konkrete Punkte für den Schärferlauf. Da stelle ich mir schon vor, dass wir das ganze Jahr über in die Stadt kommen und dann können die Touristen, die Besucher, können sich diese Lauscher-Tour-App, die gibt es in Bietigheim, können sich runterladen und werden tatsächlich ganz toll durch die Stadt geführt. Alleine oder mit einem Führer, die haben wir ja. Und dann tatsächlich zu Tafeln, zu Informationen, verknüpft mit Dingen, die es im Geschäft zu kaufen gibt, das ganze Jahr über. Dass wir hier immer Menschen haben, dass der Schäferlauf einfach präsent ist für uns alle. Das wäre der Ansatz für das ganze Jahr. Wohnraum, Innenverdichtung und Nachverdichtung natürlich und auch dort Wohnraum noch nutzen. Ja, Ziegelei, auch Hart ist ein Thema, das etwas zu erweitern. Auch da wird vermutlich was passieren. Aber erstmal zu den Flächen und zu den Mengen. Also die nächsten 15 Jahre, da gibt es Prognosen, werden 7 bis 8 Hektar gebraucht für Wohnraum. Da gibt es Zahlen, die sind bekannt. Und diese 7, 8 Hektar, die sind in Summe als Brachflächen in der Stadt vorhanden. Und wir haben jetzt schon ganz tolle Beispiele von vielen Bauherren, Besitzern, die ihr Dachgeschoss ausbauen oder die noch irgendwie was draufsetzen. Das finde ich prima. Wenn wir das noch ökologisch gestalten, jetzt kommt sowieso die Solarpflicht, dann ist das auszubauen. Damit schaffen wir wirklich schon mal einen Teil. Und dann stehen wir nicht unter dem Druck, wir müssen hier ein Baugebiet schaffen mit 500 Wohneinheiten. Baugebiet schaffen, ja, auch, aber dann was Schönes, wie ich sagte, mit Lebensraum. Also Innenverdichtung, Nachverdichtung, Ziegelei ist ein Punkt. Danke. So, dann sind wir durch mit den Fragen. Wir kommen dann zum Ende der Veranstaltung. Ich möchte mich ganz herzlich für Ihr Interesse und Ihre Aufmerksamkeit bedanken hier im Publikum und dann noch den Hinweis, neben der Präsentation dieser Veranstaltung ab morgen über unsere Homepage im Internet und dann auch noch der Hinweis für den Online-Talk der Ludwigsburger Kreiszeitung zur Wahl am 14. Februar um 19 Uhr. Möchte Sie alle bitten und auch darüber hinaus über den Saal, dass Sie am 20. Februar und bei einer etwaigen Neuwahl am 13.3. zur Wahl gehen. Und das ist ja wichtig für unsere Stadt. Sie haben damit direkten Einfluss auf die, wer die Stadt in den nächsten 8 Jahren führen wird. Und da ist Ihre Stimme ganz wichtig. Wer nicht wählt, der kann natürlich auch nicht dazu beitragen. Die Briefwahl ist ja schon angelaufen, auch da haben Sie ja noch die Möglichkeit, Briefwahl zu beantragen, falls Sie am Wahlsonntag nicht selber in das Wahllokal, das Ihnen zugewiesen wurde, gehen können. Ich möchte mich bei den Bewerbern herzlich bedanken für das Kommen und für die interessante Vorstellung. Und mein letzter Dank gilt meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die diese Veranstaltung vorbereitet haben, die die ganze Wahl durchführen müssen, allen voran die Frau Glasbrenner, die neben mir sitzt. Herzlichen Dank und hoffen wir, dass wir eine deutliche Entscheidung bekommen
am 20. Und wenn das dort nicht der Fall ist, wenn niemand die absolute Mehrheit erreicht, dann eben am 13. März. Und für heute wünsche ich Ihnen einen guten Nachhauseweg und für den Rest des Abends alles Gute. Dankeschön. Applaus